Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Halli, Hallöchen. Heute ist es endlich soweit, dass wir auch mal wieder streamen können hier. Am Wochenende ist ja leider ausgefallen, weil ich ein bisschen krank war. Jetzt bin ich aber einigermaßen gesund, hätte ich beinahe gesagt. Dir sei es gegönnt, dass du mal krank warst. Danke, danke. Und genau, wir gehen jetzt erstmal alles Mögliche durch. Wir haben auch noch ein Video von Zitko hochgeladen gekriegt, von wegen Patchwatch. Da kam ja wieder noch eine Nachricht, wieder eine neue. Die hat Zitko übersetzt. Das wollen wir uns auch gleich nochmal eben kurz angucken. Sehr, sehr spannend und sehr interessant. Genau. Für viele was dabei, wo ich denke, dass es passt einfach für die Faust aufs Auge. Richtig. Und vorher schauen wir nochmal auf das Luminaria-Festival. Das ist ja das Festival des Weihnachten immer. Das ist ja quasi ein Lichterfestival von den Banu aus und die Menschen haben das mit zugenommen und dadurch entstand quasi so das Luminaria-Festival, wo es dann immer ein bisschen was gibt. So, ne? Grüß dich, Terminator. Termi, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. So, ich bin mal kurz... Neo, ein wunderschön. Ich bin mal kurz raus. Ja, bin ja. Gleich wieder da. Bis gleich. Ja, bis gleich. Genau, und was ist hier eigentlich am wichtigsten, ist immer dieser Kalender. Dieses Jahr mit 100% Ingame-Rewards so gesehen, die man Ingame nutzen kann. Und da haben wir jetzt gerade die ersten Tage durch. Am ersten Tag haben wir einen Pulli gekriegt, am zweiten Tag ein Paint für die 100i. Dann am dritten Tag ein Undersuit, am vierten Tag ein Paint für die Avenger. Und was dann weiterkommt, also der vierte Tag ist ja heute, was weiterkommt, werden wir dann zukünftig sehen. Leaks, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Und wenn ihr sowas haben wollt und wenn ihr das dann haben wollt, könnt ihr einfach hier den kopieren, dieses Luminalia, den hier unten einfügen. Ne? Einfach Rechtsklick einfügen, wenn ich es dann gefunden habe. Habe ich nicht getroffen. Achso, weil das schon hat. Ne? Dann wird es ja einfach eingetragen und dann auf Apply so gesehen. Ne? Bei mir ist es jetzt nicht mehr, weil ich das schon habe. Aber für die, die das noch nicht wussten. Die Flux ist fast weg. Hattest du so Probleme damit oder was, Tammy? Ja, und das war es dann quasi auch. Letztes Jahr hatten wir ja so ein paar komische Sachen damit drin, von wegen, wo sie uns die Zauberquad mit angekündigt haben, wo man nicht wirklich was mit anfangen konnte. Ne? Ja, wegen Beta-Blocker Drecks 2. Ah, scheiße. Ja, dann sei es dir gegönnt, dass es jetzt weg ist. Oder fast weg ist. Genau, und dann gibt es noch verschiedene Contests. Auch im Spektrum. Einmal hier mit den Fotos. Fotos machen zu den einzelnen Geschenken. Also irgendwelche Fotos mit Geschenken machen, wo man was gewinnen kann. Und dann gibt es noch eins, wo man eine Karte basteln soll. Ja, hier musst du dann mit Photoshop oder GIMP oder was es da alles gibt, dann das dementsprechend ein bisschen gestalten und dann Space Oglasses, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest eine angenehme Zeit bisher. Genau, und da kann man dann halt eben verschiedene Sachen gewinnen. Ich weiß gar nicht, was war das hier noch? Wie war das bei dem Screenshot-Contest? Genau, da konnte man als erstes einen Aegis Reclaimer gewinnen mit LTE. Als zweiten Platz eine Drake Corsair mit LTE. Und als drittes eine Argo Raft mit LTE. Wird dann hier halt eben ausgewählt. Muss man dann hier im Submission-Thread eintragen. Da kann man, also hier einreichen. Und dann wird das dann am Ende gezogen. Und dann kann man mit Glück da was gewinnen. Aber da reichen halt eben auch immer sehr viele Leute was ein. Ist also immer eine Frage, ob man da dann auch wirklich was kriegt. Genau, und dann gibt es dasselbe halt eben auch mit den Holiday-Karten. Da muss man dann was Schönes, Weihnachtliches oder Luminalia-würdiges als Holiday-Karte machen. Und dann kann man als ersten Platz eine Drake Corsair mit LTE gewinnen, als zweiten Platz eine Banu Defender mit LTE und als drittes eine Consolidated Outlands Nomad mit LTE. Ja, also, wenn ihr da Spaß dran habt, bastelt euch da eine schöne Karte. Also nicht basteln, sondern muss natürlich mit der Software gemacht werden. Und dann eingereicht werden. Das ist jetzt wirklich diesmal nichts zum Basteln, sondern rein auf dem PC irgendwas machen. Hab schon eine Reclaimer. Die Metro-Anleitung durchgelesen. GSV-Forum? Nee. Worum geht's da? PN? Ich habe eine PN. Ich hab noch keine PN. Ach so.
Letzte Woche, ach, du meinst das Dingens. Ah, ja. Ich hatte mal kurz reingeguckt. Ich habe es echt noch nicht geschafft. Tut mir leid, Tammy. Ich werde mir das auf jeden Fall noch angucken. Muss wissen, ob es geht. Ich glaube, Chris hat sich das schon angeguckt. Wenn er gleich wieder da ist, dann kann er ja mal was zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal ins Sidgos Video erstmal rein und gucken uns an, was CIG uns da noch zum nächsten Teil im Patchwatch dazugegeben hat. So, bin wieder da. Da bist du ja. Ja, Siehst du? aber wie gesagt, ich werde mich trotzdem mal wieder rausmuten, Ja, alles weil gut. leider, Alles lieber gut. Chat, ich habe noch eine Scherzen und ich muss mir mal ganz kurz was hinter die Zähne klemmen. Okay. Genau. Tammy hatte gefragt, ob du dir den Link, den er dir geschickt hatte, letzte Woche schon angeguckt hast. Habe ich mir angeguckt. Weil irgendwas wollte er da wissen. Ich habe es echt noch nicht angeguckt. Was wolltest du jetzt wissen? Ja, Chris, Tammy wollte da was wissen, ob der Trick geht. Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das muss ich mir mal ganz genau angucken. Ich habe wirklich, was das betrifft, ich bin ja selber nicht bei einer Metro, ne? Ich weiß nicht, wie das so funktioniert. Ich musste mal wirklich mal. Naja. Ich kenne jemanden, der bei meinem Metro ist. Da könnte man ja mal fragen, ob das klappt. So, ich gehe mal auf die andere Szene rüber und dann würde ich das einmal starten hier. Ja, Ich muss okay. noch mal eben kurz meinem Kleinen gute Nacht sagen. Jo, Ich mach lasse das das schon mal mal. laufen. Jo. Bis gleich. Ja, Terminator, ich hab das schon verstanden, was man da machen muss. Aber ob das dann wirklich funktioniert, wissen wir noch eigentlich, ne? Grüßt euch, Freunde. Ich weiß, es ist noch nicht Samstag, aber ne, das Jahr neigt sich dem Ende zu und da ist nicht immer alles so regulär, wie man das gerne hätte. Und aus diesem Grund gibt es hier schon mal eine kleine Vorwegshow. Denn am Samstag, das kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, kommen die Verse News auch etwas später. Denn am Freitag habe ich keine Zeit. Leider, da ist Real Life angesagt. Und da, wo ich normalerweise die Verse News aufnehme, bin ich in Leipzig. Ne, deswegen Samstag kommt es ein bisschen später, aber es kommt auf jeden Fall, denn es gibt noch einiges, was ich euch gerne mitteilen möchte. Zum einen hatte ich ja schon bereits angekündigt, werde ich das Jahr nächste Woche ausklingen lassen. Das heißt, ab nächste Woche wird es dann erstmal keinen Content mehr von mir geben. Bis Januar dann, ne, ich denke mal. Anfang Januar werde ich dann irgendwann wieder loslegen. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Also keinen regulären Content. Das muss man natürlich nochmal betonen, ne? Wenn das PTU der 3.18 kommt, dann sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Ich werde natürlich, weil ich einfach brenne, euch die neuen Inhalte zu zeigen, zumindest anfangen, die neuen Inhalte aufzunehmen und euch hier auf YouTube hochzuladen, damit ihr die Sachen seht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach so viel und alles so geil. Und ja, ich habe mir eine Liste gemacht, so grob weiß ich es. Ich bin jetzt ungefähr bei, na, insgesamt 11, 12 Folgen, so. Aber die werden auf jeden Fall nicht alle dieses Jahr noch kommen. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Kommt auch ein bisschen darauf an, wann das PTU jetzt kommt und wie es läuft, vor allen Dingen auch, ne? Ich werde jetzt auch nicht da 8 Stunden sitzen und 5 Stunden 30 Ks und nee, das war ja auch nicht. Also wenn es nicht läuft, kommt gar nichts. Ne? Das wäre natürlich das Worst Case. Aber wenn es läuft, dann sollte hier auf jeden Fall noch das ein oder andere Tutorial kommen. Dann natürlich wie jedes Jahr das Abschlussrennen auf Mycotec mit den Cyclone Racern und danach das gemütliche Zusammensitzen am Lagerfeuer mit der Community. Werden wir das Ganze dann ausklingen lassen, werden nochmal die Pros und Cons des Jahres Revue passieren lassen und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ich denke mal, das wird dann am Sonntag kommen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Worst News am Samstag etwas später, hatte ich ja schon gesagt. Und ich würde sagen, wir steigen mal in das heutige Thema ein, den Alpha 3.18 Patchwatch. We are back in town. Das wäre jetzt der dritte Patchwatch zur Alpha 3.18. Und ich würde sagen, wir legen los. Nachdem wir basierend auf eurem Feedback die bevorstehenden Balance-Anpassungen und Quality of Life ausführlich beschrieben haben, sind wir mit der dritten Ausgabe von Alpha 3.18 Patchwatch zurück. Lasst uns also gleich loslegen. Der erste Punkt trägt den Titel Jumptown Version 2.1. Ja, wir bekommen eine Erweiterung des Jumptown Locations Gebäudes und Cloud Imperium Games schreibt Folgendes dazu. Was als aufstrebendes Gameplay begann, bevor es als dynamisches Event implementiert wurde, befindet sich nun in seiner dritten Iteration.
Nach Auswertung eures Feedbacks haben sich die illegalen Drogenlabore von Jumptown für Version 2.1 verdoppelt. Es gibt ebenfalls einen zweiten Eingang, einen zweiten Drogenspender und mehrere Fenster und Oberlichter. Um die Ballerei. Ja, krass, ne, was sie da verändert haben. Also ich war jetzt nie der Jumptown-Fan, aber ich könnte mir vorstellen, dass das echt Spaß machen könnte. Was haltet ihr davon? Wenn ich fragen darf? So, ja, da bin ich auf. Ja, Karriere wird geil, ja, auf alle Fälle. Aber, WB. Danke. Jumptown wird schon der Kracher werden, glaube ich. Ja, das denke ich auch, dass das neue Jumptown nochmal richtig einen drauflegt. Ich meine, ich fand es ja jetzt auch schon geil, wo wir das ja letztes Mal hatten, wo wir dann den Verbrecher, sag ich mal, versucht haben zu fangen, wo die dann da mit 5-6 Leuten unten standen. Ja. Und nicht mit irgendwelchen Fahrzeugen oder sowas halt eben, sondern nur mit Raygun. Also wird schon witzig, wenn da nicht jemand mit der A2 kommt, natürlich. Ja. Mit der A2 ist natürlich dann schnell vorbei. Ja, genau, Savage Generator. Da machen wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Drei im Inneren bessern, haben wir die Labore rund gemacht und die meisten Türen entfernt, um die Sicht und die Schusslinien zu verbessern. Und wenn Sie die Mission auf der illegalen Seite ausführen, können Sie jetzt neben Grimhacks auch das erbeutete Maze auf Schrottplätzen verkaufen. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich cool. Ne? Gerade so, wenn die Community sagt, Mensch, das wäre besser, das wäre ganz cool, denkt doch mal hier drüber nach. Das heißt natürlich nicht, dass Cloud Imperium Games immer alles 1:1 umsetzt, was die Community sagt, aber sie gehen auf jeden Fall auf Wünsche ein und somit wird dann letztendlich ein Schuh draus. Und das, was hier steht, klingt auf jeden Fall nach mehr Spielspaß, finde ich zumindest. Obwohl ich jetzt nicht so der PvPler bin. Aber ne, wenn, dann hört sich es auf jeden Fall ganz gut an. Zweiter Punkt. May Ambrose Suit. Das neueste Outfit des Modelabels May findet seinen Weg in die Welt der Mode und kombiniert smart, lässiges Design mit natürlichen Stoffen, um euch in dieser Partysaison einen eleganten Look zu verleihen. Ich finde immer noch, wir brauchen da eher so Klamotten von wegen, die auch so ein bisschen abgewrackter aussehen, sag ich mal, ne? Also, weil das ist ja alles immer dieses Nobelklamotte, sag ich mal, ne? Was uns irgendwie so ein bisschen fehlt, ist auch so dieses Han Solo-Style zum Beispiel, finde ich. Einfach irgendwie so eine, ja, wie nennt man das? Einfach so eine Jeans, sag ich mal, und dann einfach so ein paar Oberteile dazu und sowas. Finde ich ein bisschen besser als sowas jetzt, aber sollen sie mal einfach erstmal machen. Hauptsache, wir haben ein bisschen was in-game, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Nee, ich sag nicht, dass es verkehrt ist. Ich sag nur von wegen, ich fände es halt eben auch geil, wenn wir nicht nur diese Hochglanzklamotte haben, sondern auch mal ein bisschen diese abgewrackte Klamotte. Kann ich total verstehen. Aber im Hintergrund siehst du ja Horizon und da denke ich, der passt wie die Faust aufs Auge. Ja, so, ja, klar. So diesen Ambiente und Terminator. Ich sehe jetzt schon an deiner letzten Aussage, du bist wieder total, grüße Suffkopf, du bist wieder total auf, weiß ich nicht, ob reinlegen und ne, aus. Sophie, einen wunderschönen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest eine angenehme Woche. So, machen wir weiter. Das Ambrose Outfit wird im Apparelli Shop auf Mycotech erhältlich sein. Ach, so viel zu Horizon. Sein. Wisst ihr Bescheid? Dritter Punkt, Bugfixes für verschiedene Schiffe. Jeder liebt sein Raumschiff, also sind hier einige Korrekturen, die es in Alpha 3.18 geschafft haben. So, los geht's. Die Sirenenlichter der Envil C8R Pisces wurden gegenüber denen in Alpha 3.17.4 verbessert, was auch immer das heißt. Finde ich gut. Gunracks für die Jump Seats auf der Envil Valkyrie funktionieren jetzt. Ah, das ist natürlich sehr, sehr cool. Die Personenaufzüge der Aegis Hammerhead wurden korrigiert. Die Hangaraufzüge und Türen der Origin 890 Jump wurden verschoben, damit sie gesalvaged und verschrottet werden können. Übrigens, kleine Anmerkung an der Stelle, nicht jeder dieser Punkte sagt mir was. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel steht, dass die Personenaufzüge der Aegis Hammerhead jetzt korrigiert wurden, dann weiß ich jetzt nicht warum. Also was da jetzt schlimm dran war, weil so oft bin ich mit der Aegis Hammerhead jetzt nicht geflogen, dass ich da ein Problem festgestellt habe. Aber ich denke mal, der ein oder andere von euch wird sagen, juhu, endlich, die Personenaufzüge, geil. Ja, Tammy, ich denke mal, die werden, klar, werden sie da auch so ein Balancing reinbringen irgendwie, aber ich denke nicht, dass sie es so weit runterbrechen, dass es nachher nichts mehr bringt.
Also, Sie haben ja gesagt, es soll auch schon irgendwie Gewinn bringen. Nicht nur jetzt, sondern im Allgemeinen. Mining kannst halt eben schön auf die verschiedenen Materialien staffeln und sowas. Aber beim Salvaging müssen wir mal gucken, wie sie das hinkriegen. Kann natürlich sein, dass das normale Schrott-Salvaging, also die Hülle einfach nur abbauen, dann weniger bringt, als Komponenten mitzunehmen und verkaufen oder zu reparieren und zu verkaufen und ne? Also mal gucken. Oder bei Legierung zum Beispiel, genau, können sie die Legierungsunterschiede machen, wenn du ein Drake-Schiff upsalvagst, dass du da weniger kriegst als bei einer Origin zum Beispiel, ne? Also bleibt abzuwarten, aber ich denke nicht, dass sie es so machen werden, dass du damit nichts mehr verdienen kannst, weil sie wollen es ja halt eben auch so machen, dass die Leute alles abarbeiten, weil es ja nun mal persistent im Verse bleiben soll, eine Zeit lang. Ja, und damit auch wirklich dann wieder aufgeräumt wird und sowas. Ich meine, das hatten sie ja auch gesagt, dass dieses Aufräumen-Gameplay so gesehen ja auch drin haben wollen, ne? Dass die Leute so gesehen eine Müllabfuhr, sag ich mal, auch spielen, ne? Wenn die Leute ihren Müll irgendwo hinschmeißen, dass es andere Leute gibt, die das dann auch irgendwie wieder aufsammeln und so, ne? Die Ludolfs im All. Genau, die Ludos im All. Oh, Mosso, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Und ich hab dich nicht vergessen. Ich logge mich bei dir auf der Seite noch ein. Ich habe es nur bis einfach nicht geschafft. Ich war jetzt am Wochenende, war ich leider nicht wirklich fit. Und habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, aber es kommt. Ne? Lass mir bis nächstes Jahr Januar Zeit. Ich werde mich da auf jeden Fall einloggen. Jetzt ist natürlich Weihnachtszeit erstmal dazwischen und sowas. Es ist alles so ein bisschen chaotisch gerade. Wunderschön, immer so auch bei mir. Aber ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich nicht vergessen. Alles klar, Omosso. Vielen Dank, dass du im Lurk bist. So, weiter geht's. Ne, also, wie gesagt, ne, jeder, der was damit anfangen kann, der wird wissen, was damit gemeint ist. Ich kann mit den ganzen Punkten, also mit vielen ja, aber nicht mit allen halt, was anfangen. So, wir machen weiter. Die Aegis Reclaimer wird keine Probleme mehr mit Spielern haben, die im Frachtraum hocken. Ja, also zum Beispiel, das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass da ein Problem ist mit Spielern, die im Frachtraum hocken. Naja, gut. Die Origin 600i sollte jetzt eine Atmosphäre in der mittigen Schiffslounge haben. Die Aegis Hammerhead-Komponentenschächte wurden im Maschinenraum hinzugefügt. Das ist natürlich sehr geil. Bodenkollisionen in der Origin 400i wurden geglättet, sodass es keine winzigen Lücken in den Türen gibt, die den Charakter für den Bruchteil einer Sekunde ducken lassen. Die Schließfächer der Argo Mole und Aegis Vanguard schließen sich jetzt, nachdem sie geöffnet wurden. Ah ja, okay, wahrscheinlich blieben die einfach offen. Die Zugangspunkte zum Pilotensitz der Esperia Talon wurden verbessert, um sie sicherer zu machen. Die Winkel des hinteren Turms der Aegis Redeemer wurden angepasst und ein atmosphärisches Loch in der Nähe des Cockpits wurde behoben. Beate, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Ja, grüß dich, Beate. Einen Und wunderschönen. Margo, moin moin, schön, dass du da bist. Auch Margo, einen wunderschönen Hallöchen. Ebenso wurde bei der Misk Starfarer der Winkel des hinteren Turms angepasst. Das Power Triangle der Aegis Vanguard Sentinel wurde korrigiert. Wir haben einen Fehler identifiziert und behoben, der dazu führte, dass der Grey Cat PTV explodierte, während er auf dem Eissee außerhalb von New Babbage fuhr. Was für ein Das ist Zufall! komisch, oder? Das kannten wir irgendwo her. Das kannten wir irgendwo her. Die meisten Bugs, die sie da gerade besprechen, die kommen mir so irgendwie nicht so wirklich bekannt vor, Nee, aber der ne? kam mir bekannt vor. Bis auf diese Sirenen von der C8R, also mit den Lichtern, was ich ja schon angesprochen hatte, wo die rauskamen, dass sie ein bisschen schwach sind auf Entfernung, dass sie weg sind. Das kannten wir, aber sonst so kam mir da jetzt nichts bekannt vor. Aber das mit dem PTV, das haben wir am eigenen Leib erfahren. Das mehrmals, mehrmals. Mehrmals, ja. Ja, verrückt. Das ist also. Naja, gut. Die Waffenregalsteckplätze der Origin 890 Jump sollten jetzt alle funktionsfähig sein. So ein bisschen schade, dass die ganzen Schiffe so durcheinander gewürfelt sind, weil oben stand ja auch schon mal was zu 890 Jump. Gut, das hätte ich jetzt natürlich in die richtige Reihenfolge bringen können, habe ich aber nicht gemacht, denn hier steht es so und ich denke mal, irgendwie wird es auch schon seinen Grund haben, warum das hier so steht. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Die Aegis Reclaimer erhielt ein geringfügiges Flugtuning, um ihre atmosphärische Leistung zu verbessern. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil die kommt ja gar nicht hoch, wenn man die jetzt. Das finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja, ein richtig, 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 richtig guter Punkt. Genauso wie der nächste. Zum Beispiel von Lorwell hochballert. Ne? Das ist ja ein Krampf. Aber ich meine sogar, das habe ich schon irgendwie in der 3.17.4 gemerkt. Aber sicher bin ich mir nicht. Zudem verfügt sie über 120 SCU an temporären Frachtgittern, die dem Savage-Deck hinzugefügt wurden, um eine einfache Lagerung von geborgenem Material zu ermöglichen, bevor es zum Frachtdeckbereich transportiert werden muss. In Klammern, dies ist eine Überarbeitungsmaßnahme, bis eine umfassendere Überarbeitung der Reclaimer durchgeführt wird, um sie auf Goldstandard zu bringen. Also nur vorübergehend das Ganze. Weitere Iterationen der Bodenfahrzeuggeschwindigkeiten wurden vorgenommen. Blau heißt hierbei keine Änderung, grün heißt, es wurde angehoben und rot heißt, es wurde gedrosselt. Wir gehen mal durch. Ganz kurz zu der Reclaimer-Geschichte. Also wenn man mal sich jetzt vorstellt, das hat ja mal ein CIG-Mitarbeiter gesagt, dass das Savaging, diese ein SCU-Kisten, die sie da rausbringen, dass das ungefähr so im Dreh des Quantainum sich bewegt, was das ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Reclaimer mit 120 SCU, die jetzt erstmal nur im Salvaging-Raum da sind, ja, wir reden da noch nicht vom Lagerraum, dann kannst du das, wenn das Ding voll ist, ey, dann Halleluja. Aber da brauchst du dann aber halt eben auch mehrere Leute für, ne? Ja, genau. Das ist es dann wieder. Aber es ist ja auch nicht das Problem und das ist ja auch das, was wir gerade eben auch schon angesprochen haben. Sie werden da ja auch noch ein Balancing reinbringen. Aber es ist natürlich klar, dass die Reclaimer sich mehr lohnen muss als die Vulture. Ne? Das ist ja, also, ne? Was willst du da erwarten? Eine Reclaimer, die sich nicht lohnt, wäre ja richtig doof. Nee, natürlich nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Reclaimer eventuell, also das ist jetzt nur meine Vermutung, eventuell nochmal im Preis steigen wird. Was denkst du? Also so wenn jetzt die Mechanik dann wirklich reinkommt? Aber ich kann es mir nicht jetzt vorstellen tatsächlich. Weil die Reclaimer wird noch ein Rework brauchen. Also es werden ja ganz viele Schiffe noch ein Rework brauchen. Genau. Und ich denke, dann wird der Preis steigen. Also ich kann es mir eigentlich jetzt noch nicht wirklich vorstellen, weil wo soll sie dann mit dem Rework hingehen? Weiß ich nicht. Ne, vielleicht ich sag jetzt mal, $50 steigt sie jetzt und um $50 beim Rework oder so, keine Ahnung. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, sodass sie die jetzt schon steigern vom Preis her. Ja, wir werden es sehen. Genau. Okay, ich mach weiter. Ja? Jupp. STV bleibt 80 Metern pro Sekunde. Der Cyclone RC wird etwas schneller und wird dann 28 Meter pro Sekunde schnell sein. Der Cyclone RN wird ebenfalls ein bisschen getuned von 32 auf 35 Meter pro Sekunde. Der normale Cyclone ebenfalls von 32 auf 34 Meter pro Sekunde. Dann haben wir den Cyclone AA, der bleibt bei 31. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie steigen würde. Nach einem Rework könnte ich mir das vorstellen, dass sie das nochmal machen, weil dann ja nochmal wieder mehr Arbeitszeit reingeflossen ist. Aber besser würde ich es persönlich auch finden, wenn da einfach gar keine Steigerung für ist, weil man hat das Schiff ja immerhin so irgendwie mal geplätscht. Ja? Man hat aber viele andere Schiffe auch geplätscht und die sind teurer geworden, als dann ihre Mechanik endlich reingekommen ist. Also von daher. Welche Schiffe waren denn vorher drin, die ihre Mechanik noch nicht hatten und dann die Mechanik nachträglich gekriegt haben? Die Starfarer? Die Starfarer, aber die ist doch nicht teurer geworden. Du hast recht. Ich erzähle auch gerade Quatsch, merke ich. Weil die Konzeptschiffe sind alle teurer geworden. Ja, das ist ja auch richtig, wenn die dann das erste Mal reinkommen, das kann ich ja verstehen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Er macht ja nichts. Wir machen alle Fehler. Doch, ich kann dir sagen, welche reingekommen sind. Jetzt kommt's, ja. Haha, sag doch, die Caterpillar. So. Die Caterpillar. Die Caterpillar ist von 295 auf 320 oder 340 sogar gestiegen. Und warum? Weil dann das Trading rank? Nein, weiß ich nicht. Das wurde erst vor kurzem gemacht, vor einem Jahr oder sowas. Also kurzem. Wie gesagt. Kann jeder bestätigen, der hier im Chat
Einfach so. Ja, aber die ist, genau, die ist einfach so teurer geworden. Aber das liegt eher daran, von wegen, dass die von dem allgemeinen Wert wahrscheinlich dann das angepasst haben. Weiß ich hingegen nicht. Ich verkaufe auch Cetsius. Ist doch alles teurer geworden und Reclaimer wird sicher auch noch teurer. Ja, ja. Aber im Endeffekt müssen wir auch ganz klar sagen, es ist sowieso im Endeffekt nichts wert auf Dauer gesehen, außer sie würden die Raumschiffe weiterhin kaufbar lassen. Das glaube ich aber nicht, dass sie, wenn Star Citizen irgendwann mal so weit ist, dass dann noch weiterhin Schiffe gekauft werden können. Außer vielleicht Konzeptschiffe. Oder 30 CCUs gekauft. Was mich auch sehr interessieren würde, weil wir gerade beim Thema Schiffe und CCUs sind, weiß einer wirklich den ernsthaften Grund, warum die Cutlass Red kein permanentes Item mehr im Pledge Store ist? Man weiß es nicht, ne? Die Cutlass Red ist kein permanentes... Nein, das wurde jetzt rausgenommen, ne? Nach der EA. Ne, konnte ich nicht sagen. Master Matzein, wunderschön, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen angenehmen Tag. Grüß dich, Master Matz. Nee, kann ich dir tatsächlich so nicht sagen. Kann natürlich auch sein, Suffkopf, wegen der C8R. Ja, Neo, echt. Haben sie rausgenommen. Ist nicht mehr ein permanentes. Haben sogar auf Reddit gibt es sogar ein Bestätigungsschreiben. Das muss irgendwo im Spektrum gewesen sein. Wo jemand sagt, dass es tatsächlich so ist. Aber wir sollen ja nicht traurig sein, die kommt ja trotzdem immer mal wieder zu irgendwelchen Spezial-Events. Ja. Gibt es denn nur noch die Cutlass Black zu kaufen oder sind alle anderen sonst noch kaufbar derzeit? Nee, wenn dann nur die Cutlass Black. Weil die Steel und die Blue waren ja sowieso immer, die waren ja immer eh schon. Dann wird es vielleicht aber eher deswegen sein. Dass sie nur die Standardvarianten als Starterschiff so gesehen reinlassen und die, ich sag jetzt mal, Special-Varianten dann dementsprechend nicht mehr so machen. Das kann natürlich auch eine interne Änderung bei sich selber sein, dass sie sich das dann intern einfach so geändert haben, weil es jetzt gerade passt, dass sowieso die Schiffe alle rausfliegen, dass sie jetzt dann die Red auch mit rausnehmen einfach. Wer weiß. Ne? Ja, mein Gott. Weiter geht's. Wer kauft sich jetzt schon die Red noch? Ich. Ach so. Wegen dem Foundation Screen. Gut, weiter geht's. TR bleibt bei 32 und der MT bei 30. Der Ursa Rover wird wieder ein bisschen getuned. Der geht von 25 Meter pro Sekunde auf 29 Meter pro Sekunde. Dann haben wir die Ballista, die wird ein bisschen gedrosselt von 27 auf 25 Meter pro Sekunde. Der Spaten bleibt bei 26 Meter pro Sekunde, sowie der Centurion, der auch bei 25 Metern pro Sekunde bleibt. Dann haben wir noch den Nova Tonk, der geht runter auf 25 Meter pro Sekunde. Der Mule geht von 45 Meter pro Sekunde runter auf 32. Der Rock verliert ebenfalls 3 Meter pro Sekunde, ist dann auf 32. Dann haben wir noch den Rock DS, der geht auch von 25 auf 28 Meter pro Sekunde. Und als letztes den PTV, der von 24 Meter pro Sekunde auf 20 Meter pro Sekunde gedrosselt wird. Ja. Ja, der Spaten. Ja. Das ist natürlich wieder super ausgedrückt. Wer kauft schon Drake? Ja, Margo, ne? Es soll Leute geben, die kaufen sowas. Den müsste der Hintern versohlt werden. Oh, dann würde man bei dir anfangen, ne? Wieso? Ich habe kein Drake-Schiff. Sicher? Jetzt gerade nicht, nein. Ah doch, ja, die blöde Corsair-Hiker noch. Nicht blöde, sondern das Exploration-Schiff Corsair. Hast du gehört, Neo? Atlas hat keine Cat mehr. Ach so, ach, meine Güte, das ist für mich ein Tracker, das hat nichts mit, ach stimmt, die Walsche habe ich ja auch, ach, verdammt, ach, kommt, lasst mich doch alle in Ruhe, nein, Quatsch. Ich habe keinen Drake, nein. Stimmt, ach, verdammt. Den ganzen Hangar voll mit Drake-Schiffen, aber er hat keinen Drake. Ja, stimmt, ich habe die Caterpillar Pirate, die ist für mich kein Drake. Nein, doch. Doch, hat er noch. Das war jetzt nur drauf bezogen, weil er gerade anfing mit, er hat keinen Drake und so und dann, ne?
Ja, egal. Doch. Alles, gut. Die wandert, in mein Echtet, in mein, die wird irgendwann wirklich in mein Hauptspiel mit übergehen. So. Also in den Release kommen, so meine ich. Dafür hat er den Skin MSC. Ja, den habe ich. Margo, habe ich. Aber weißt du, was ich leider nicht habe? Den Nightrunner-Skin, aber ist egal. Mhm. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Möglichkeit. Aber den XL1 Quantum Drive dazu, ne? Immer wichtig, von Vitek. Ganz wichtig. Immer diese Werbeopfer hier. So, weiter geht's. Ja, ich habe den Skin Nightrunner. Geil. Cool, Glückwunsch dazu. Ja, sagt mir doch, es sagt mir doch Margo, alle. Margo, kann man den Skin übertragen? Kann man so? Ich hätte da Interesse so. Legatus-Kauf machst du alle Skins her, genau, ja, Sophie. Aber Sophie, aber doch mit Sicherheit nicht den Nightrunner-Skin, oder? Das glaube ich tatsächlich auch nicht, dass du den dann hast. Ja, in-game kannst du ihn übertragen. Ach so, stimmt, in-game, ja, das geht tatsächlich. Nur den Account. Nee, sowas darf man nicht, das macht man nicht, das ist auch nicht erlaubt. So. Doch, steht drin, echt? Ja? Gucken wir gleich mal rein. Logatus, okay. So, wir gucken mal weiter. Müssen wir ausprobieren, wie sich das ganze Fahrverhalten nun anfühlt bei den Fahrzeugen, aber ich denke mal, das geht alles schon in die richtige Richtung. So, wir sind bei Punkt Nummer 4, Verbesserung für den Arena Commander. Mit der Star Citizen Alpha 3.18 haben der Arena Commander und Star Marine aufgrund der Diskussion und das Feedback der Spieler Qualitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen erhalten. Neben der erfolgreichen Integration von Persistent Entity Streaming in das Modul freuen wir uns sehr darauf, Arena Commander und Star Marine zu verbessern und ermutigen die Spieler, an den Berichten des Issue Councils und den Feedback-Threads mitzuwirken, damit wir weitere Verbesserungen vornehmen können. Los geht es mit System und Balance. Persistent Entity Streaming wurde erfolgreich im Arena Commander und die damit verbundenen Systeme integriert. Ein grauer Bildschirmeffekt bei Tod für alle Modis wurde hinzugefügt. Ich denke mal, das wird dann so erblassen und dann so schwarz-weiß werden, denke ich mal. Das System zum Sperren von Schiffen aus den Spielmodi wurde komplett überarbeitet. Beim Ausbluten erhält der Spieler nun eine Belohnung, sowohl für das Ausbluten als auch für den Blutungsschaden, der ihm danach zugefügt wird. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ich glaube, hier switchen wir wieder zwischen Arena Commander und Star Marine, weil ich glaube, das ist jetzt Star Marine, aber na, so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt im Arena Commander auch einen Blutungsschaden gibt. Mehrere UI-Systeme wurden auf Building Blocks aktualisiert. Die drei Spieler mit der höchsten Punktzahl in allen Spielmodi erhalten nun 2000, 1500 und 1000 zusätzliche Punkte. Alle anderen Spieler erhalten eine 500 Punkte Teilnehmerprämie. Im Teamspielmodi gibt es für einen Sieg nun 2000 Punkte, für eine Niederlage 500 Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl in einem beliebigen Spielmodus wird jetzt als MVP ausgezeichnet, was im Gamefeed angezeigt wird. Blutung wird jetzt als sekundäres Wertungsereignis angezeigt. Die Anzahl der ballistischen Waffen wurde von 50 auf 80% erhöht, aufgeteilt auf alle ballistischen Hardpoints. Gegenstände und Fahrzeuge sollten nun in alphabetischer Reihenfolge in den Vermietungs- und Anpassungsbildschirmen erscheinen. Die folgenden Schiffe können nun im Arena Commander gemietet werden: Aegis Hammerhead, Reclaimer, Vanguard Harbinger und Sentinel. Envil, C8 Pisces, Carrick und Carrick Expedition, Aopoa Cartual, Nox und Nox Q, Argo Reft, Mole, Mole Carbon, Mole Talos, Banu Defender, Consolidated Outland Hoverquad, Dragonfly, Misk Hull A, Prospector, Starfarer, Starfarer Jiminy, Origin 890 Jump, Eris Imantis, Scorpius. Ja, genau, Neo, das habe ich auch gerade gecheckt. Da steht's drin. Mercury, Star Runner, Night Runner Paint. Ist tatsächlich mit drin. Krass. Aber das Witzige ist, hier ist auch alles drin. Hier sind ja selbst die Rüstungen drin und sowas, ne? Also hier ja, gut, die Avis Core und Avis Helm. Ich mir den halt einfach. Da ist ja alles drin hier. Also ich hab mir das nie so genau angeguckt, aber dass da selbst die Rüstung und alles mit drin ist, ist schon interessant. Dann hol ich mir halt den Legatus-Pack. Oh Gott.
Ist eine lange Liste. Kleinen Moment, ich guck mal, was es für dich kosten würde. Ist bei 48.000 mittlerweile. Das geht doch noch. Alter Schwede, 48.076 Euro. Will auch den Nitro. Naja, Kiat, jetzt weißt du, wo du den herkriegen kannst. Noch als letzte Möglichkeit. Sind da die Foundation Skins auch nicht dabei? Du stellst Fragen, jetzt habe ich es natürlich zugemacht. Mann, ey. Wir gucken mal weiter. Ich guck mal nach, ob da noch was drin ist. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass man zum Beispiel auch eine Hammerhead mit mehreren Personen besetzen kann und damit dann kämpfen kann. Ich denke mal, im Freefly geht das vielleicht, wenn man zusammengeht, ne, sich da dann reinsetzt und auf, das, man kann ja aufstehen. Ich glaube, da kann man was machen. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Aber ich denke mal, es gibt noch keine speziellen Modis dazu. Aber wir schauen mal weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt. Modis. Erhöhtes Spielerlimit für Freefly von 8 auf 24. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ne? Sonst war man immer beschränkt, konnte nur mit 8 Leuten in so ein Freefly rein. Ne? Jetzt kann man mit 24 Leuten da rein und denke mal auch eine Party mit 24 Leuten machen. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Verringerung der erforderlichen Spielerzahl für Last Stand von 6 auf 2. Ja, das ist auch ziemlich cool. Da muss man nicht ewig warten, sondern kann halt dann schneller rein. Die Third-Person-Kamera wurde aus der Eliminierung entfernt. Ja, ich denke mal, da haben viele einfach das ausgenutzt, um die Ecke geguckt mit der Kamera und sowas. Das ist natürlich ein bisschen Cheating, in Anführungsstrichen. Und deswegen haben sie das wahrscheinlich rausgenommen. Muss man halt mal so um die Ecke gucken. Last Stand zeigt jetzt das Spielerziel oben rechts im Bildschirm an. Okay, müssen wir mal drauf achten, wie das jetzt aussieht. Dann Dual Battle Royale und Squadron Battle wurden auf leichte und mittlere Kampfschiffe beschränkt. Also, sag mal an, wie heißt denn der Skin? Foundation. Foundation Festival oder Foundation Skin? Nee, den gibt's da nicht drin. Ha! Equinox Paint, Silver Spark Paint, Blackground Paint, Fortuna Paint, die gibt's alle da drin, aber jetzt einen, der speziell Foundation heißt, gibt's nicht. Naja, dann ist es mir nicht so wichtig. er meint wieder einen auf hier. Oh Mann. Weiter geht's. Nix mit Hammerhead, schon mal, auf jeden Fall. Bei Classic Races wurde die Liste der erlaubten Schiffe erweitert. Okay, gucken wir uns auch an, wenn es dann soweit ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, Karten, also die Maps. Die Skybox in Dying Star wurde an das kommende Pyro-System angepasst. Ja, okay, gucken wir uns auch an. Der Map Dying Star wurde eine Sichtbarkeitsprüfung unterzogen, bei der die Wolkendichte, die Blendung und die Größe der Rauchpartikeleffekte reduziert wurden, die bei einigen Spielern zu schlechter Sicht und Reisekrankheiten führten. Oha. Ja, Reisekrankheit, das ist schon schlecht. Ja, aber ich fand auch, das war teilweise viel zu dicht, also das war nix. Ah, cool. Ne, werden wir uns auf jeden Fall auch anschauen. So, als nächstes kommen wir zu allgemeinen Bugfixes zu Star Marine und Arena Commander. Der Raid-Marker zeigt nun die korrekte Geschwindigkeit in Richtung des Ziels an und nicht mehr die volle relative Geschwindigkeit. Die Beschädigung eines befreundeten Spielers mit einer Rakete ergibt nun korrekt einen negativen Punktewert basierend auf dem verursachten Schaden. Das Beschädigen einer eigenen Person mit einer Raketen im Modi, in dem der Beschuss durch die eigene Seite deaktiviert ist, führt nicht mehr zu einer Beschädigung des eigenen Ziels. Explosionen und Kollisionen folgen nun den Regeln für Beschuss durch eigene Truppen. In Last Stand wird ein bereits gespawnter Spieler zu Beginn einer Runde nicht mehr respawnen. Der Dual-Modus sollte die Battle Royale-Rangliste nicht mehr beeinflussen. Verschiedene Probleme mit Asteroidenkollisionen im Broken Moon und Dying Star wurden behoben. Verschiedene Probleme mit fehlenden Geometrien in Dying Star wurden behoben. Dann wurden die schlechten FPS-Leistungen in Dying Star noch behoben, sowie Probleme mit der Viz Area in OP Station Demin, Echo 11 und The Good Doctor. Verschiedene Probleme wurden behoben, bei denen das Töten eines Spielers nicht die volle Punktzahl brachte, vor allem bei Kopfschüssen.
Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Schiffe für Spieler, die im Ladebildschirm feststeckten, wiederholt duplizierten. Es wurden einige Probleme behoben, bei dem Spieler in Schiffen mit fehlenden Komponenten spawnen konnten, bei dem ein Spieler in einem Schiff spawnen konnte, das keinen Sitz hatte, bei dem der Spieler den Rückstoß der Kamera vom Tod bis zum Respawn beibehielt, bei dem das Zerstören eines anderen Schiffes im Geschwaderkampf 10.000 Teampunkte und nicht den Wert des zerstörten Schiffes einbrachte, bei dem Spieler, die sich selbst im Geschwaderkampf töteten, ihrem Team 10.000 Minuspunkte gaben, bei dem der Beschuss durch eigene Truppen das Teamergebnis beeinflusst hat. Und dann wurden noch Probleme behoben, bei dem Spieler beim Ausleihen eines Gegenstandes gelegentlich einen größeren Hänger hatten. Ja, ne, das kenne ich auch. Ne? Auf Ausleihen gedrückt und dann dauert. Ja, cool. Dann wurden Probleme behoben, bei dem Bleed-Out-Kills im Gameplay-Feed falsch angezeigt wurden. Ein Absturz beim Laden eines leeren, teambasierten Spielmodus wurde behoben. Listener24, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Einen wunderschönen Listener. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Selbstzerstörung positive Punkte gewährte. Bei dem ein Angreifer minus ein Kill erhielt, wenn das Ziel ausblutete. Ein nordisches Moin Moin zurück. Und ein berlinerisches Tag. Guten Tag auch, oder wie war das, ne? Guten Tag auch. Grüß dich, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Moin Moin, ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen angenehmen Tag. So, machen wir mal weiter. Den letzten Rest schaffen wir auch noch hier. Bei dem die Markierung für Medpens und Munitionsbehälter nicht angezeigt wurde. Bei dem Angreifer keine Kills gegen Spieler gutgeschrieben wurden, die sie selbst töteten. Ein Absturz beim Erwerben von Pickups wurde behoben. Ein Absturz beim Beenden eines Elimination-Spiels wurde behoben. Und ein Absturz beim Beitritt zum Teamspielmodi wurde ebenfalls behoben. Ja, das klingt auf jeden Fall alles nach sehr, sehr vielen behobenen Problemen. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass Star Marine und auch Arena Commander ab der 3.18 wieder mehr Spaß machen. Im Moment macht es leider keinen Spaß, weil es einfach viel zu viele Bugs gab. Und ich würde sehr gerne mit euch, der Community vom Reststop, das ein oder andere Mal ein schönes Arena Commander oder Star Marine Event machen. Aber, ne, ging leider immer nicht, weil, ja, war einfach zu viele Bugs. Aber hört sich erstmal ganz gut an. So. Dem kann ich mich echt anschließen. Ich hätte auch wirklich mal Bock, wenn das wirklich gut funktioniert, dass wir sowas auch mal machen, hier mit unseren Leuten, wenn sie Bock haben. Was meinst du genau? Hast du nicht zugehört? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Achso, du meinst im Arena Commander jetzt selber. Oder Star Marine, dass man sich halt einfach mal ja, gut, klar. Ein bisschen sich auf die Nase hebt. Ja, ja gut, klar, das kann man ja auf jeden Fall mal machen. Ne? Okay. Das auf jeden Fall. Ne? So, dann kommen wir zum. Das sind noch zwei einzelne kleine Punkte zu der technischen Seite. Erstmal wurden 10 weitere Abstürze behoben. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Nur 10 weniger. Welche das jetzt sind, kann ich euch nicht sagen. Und verschiedene Optimierungen an Systemen wurden vorgenommen, einschließlich des spielbaren Bereichs, der Spielregeln und der Verleihdienste. Ja, so viel zum dritten Patchwatch zur Alpha 3.18. Jetzt heißt es PTU Welle 1 GIP. Ja, und dann legen wir los. Ich zeige euch ein paar Sachen und da könnt ihr euch schon auf jede Menge richtig geilen, schöne Sachen freuen. In dem Sinne, bis dahin, macht's gut, tschüss. So, also ihr habt gehört, Sidko hat gerade gesagt, der PTU ist da. Nee, er hat gesagt, gib 18. Gib 3.18. Ich weiß. Skatorin, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Und Terminator, du reißt aber den Mund ganz schön auf, ne? Wir haben keine Chancen. Manometer. Ja. Ne? Du weißt gar nicht, was wir für Killer sind. Ja. Da muss ich ja selber lachen. Ich wollte gerade sagen, von wegen Christi, ne? Sag einfach gar nichts dazu. Stapel tief, umso überraschter sind die Leute. Ich will nicht tief stapeln. Capture the Flag, worldwide. Respekt. Das ist geil. Oh, krass. Das ist nur okay, die Frage, Mann, Capture the Flag, wo drin? Ja, gibt da Casco und 1.318 mit 3.18 Error.
Oh, du bist ja wieder nett, Neo. In Star Marine. Ja gut, Star Marine, von wegen, spielt das überhaupt irgendeiner momentan? Deswegen ist er wahrscheinlich unter den 50 Besten. Ah, Nein, Kamin? ach klar. Nein, alles gut. Du, ja, einer. Aber dann wär's ja Top 1. Also dann wär's ja Platz 1 mit Capture the Flag und nicht 50, ne? Ach ja, nee. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich noch einmal einen kurzen Austritt auf die 17, hätte ich ja gesagt, auf Toilette. Und dann können wir auch schon reinstarten. Ich bin ja quasi schon in Game. Nee, ich noch nicht. Ich werde jetzt rein gehen. Rein. Rein, und dann kannst du ja quasi noch ganz kurz warten, bis ich dir ein Das hatte ich vor. gegeben habe, und dann springe ich schon mal, und während du late und so, kannst du dann, ne? Ich lasse den alten Mann immer vor. Tammy ist doch Erster. Stimmt, er ist immer Erster. Und er ist ja scheinbar ein Schnucki. Ach nee, wir sind die Schnuckis. Wie war das? Sind wir es oder ist er es eigentlich? Nee, er sagt immer Ah, wir. ich weiß Eischnuckis, es genau. nicht. Ne? Eischnuckis. So. Was denn? Startet Nee, das ich habe Game nicht? nee, nee, nee. Ich musste gerade so ein bisschen munzeln über meine Tochter, die da sitzt mit einem Headset und sich tierisch freut. Ne? So. Das, so muss das sein. Los geht's. Ich weiß nicht, von wem sie das hat, ne? Ich Ja, weiß das es kann nicht. ich dir auch nicht sagen. So, bis gleich. Jo, bis dann. Hallo getippt und Router gestorben. Jetzt nochmal in Ruhe. Hallo miteinander. Ja, Listener24, einen wunderschönen auch von uns. Ja. Und bist du dir sicher, dass du Hallo getippt hast? Und der Router ist gestorben? Oder hast du vielleicht das geheime Wort eingegeben, was jeden Router killt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schön, dass du da bist. Ach, der sieht aus wie in der 318 hier. Hier liegt überall schon, liegen überall schon die Krankenhausklamotten rum, ey. Mann, nur Meter. Man ist gerade erst raus, ja? Und dann sowas. Naja, gut. Es war das bayerische Morgen, was ihn gekillt hat. Ah, ja! Das könnte möglich sein. Hast du denn mitbekommen, dass wir alle auf unserer, in unserer, in unserer Bundeslandsprache geantwortet haben. Ja. So, ich glaube, ich muss mal ganz schnell. Nee, da war ich schon weg. Ja, also jetzt nochmal. Der liebe Erik, der hat dir gesagt, ein nordisches Moin. Ja. Ich habe dir ein berlinerisches Guten Tag. Ja, oder Tag. Und ja, die anderen im Chat, die können dir das ja selber sagen. Aber wir haben dich gebührend begrüßt hier. Moin, Schulz. Da kommt jetzt ein Servus. Okay. Bist du schon Star Citizen Spieler quasi, oder bist du neu, oder erzähl mal. Also, ne, wenn du möchtest, kannst du gerne mal was von dir erzählen. Bist du neu im Spiel oder hast du das schon eine Weile? Ne? Willst du dir das einfach mal angucken, wie wir hier daddeln, oder bist du schon alter Hase quasi? Ist auch neu wie ich. Moin, ja, bin neu im Spiel. Seit August diesen Jahres. Ich bin neu und schon Grand Admiral. Also extrem krank. Ja, Listener, willkommen im Club. Ja, ich glaube, dieses Schicksal hatten wir alle irgendwann mal, dass wir gesagt haben: Nee, es bleibt beim Starter Package.
und haben alle gesagt, wie soll man denn 1000 Dollar da rein, da muss man ja krank sein. Ja, und kurze Zeit später, zack, ihr seid alle total doof. Ihr sagt alle, ihr seid auch neu und keiner von euch ist neu. Termi, erzähl dir so einen Blödsinn. Sophie auch, ist so ein Quatsch. Berkin, ein wunderschön. ich bin blitzverliebt in das Game, aber als Beginner echt schwer. Ja, oh ja, auf alle Fälle. Star Citizen hat eine riesen Lernkurve. Ja. Freue mich schön, wenn ich euch mal abends raiden kann. Oh ja, auf alle Fälle. Wir würden uns auch freuen, Terminator. Doch, ich kann nicht fliegen. Meine Atmung wird in den nächsten Tagen... was? Meine Atmung wird in den nächsten Tagen besser gehen? Was meinst du? Vom Account bis gerade war es bei mir. Klar, begrüßt. Wo ist Erik? Berkin, Erik ist gerade mal für kleine Jungs. Der ist gleich wieder da. Ich bin neu hier erst seit 2 Jahren dabei. Okay. Gern doch. Ein bisschen trollen muss schon sein. Auf alle Fälle und so. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. So. Ah, okay. Krass. Und das hatte ich. Natürlich hat es eingeschränkt. Das kann ich mir glauben. So. Warum habe ich denn jetzt hier immer noch? Das nervt mich. Ah, jetzt. Jetzt hier eigentlich? Wo hört mich denn? Everus Harbor. Wo ist denn endlich Erik? Der ist... Ah, der ist wahrscheinlich unten... Nee. 68.000 Kilometer weg. Wo ist denn der? Wo ist denn Erik? 68.000 Kilometer? So weit kann er ja nicht weg sein. Im Knast. Stimmt, Sophie, genau. Der ist ja beim letzten Mal in den Knast gekommen. Ja, richtig. Komm, der soll ausbrechen. Ach, stimmt, jetzt sehe ich es auch im Stream. Ach, Mann, nee, da siehst du, wer nicht drauf geachtet. Ich war so mit euch beschäftigt im Chat, dass ich gar nicht auf sein Bild eigentlich geguckt habe. Ja, der stimmt, der ist im Knast. Stimmt. Bisher mit viel Glück wird mein Vitamin-D-Mangel geringer. Ah ja, okay, alles klar. Na dann drücke ich dir alle meine Daumen, die ich habe, so. Ne? So. Schnell hier Sachen ausziehen. Ich habe meinen Stream einen Ausbruch gesehen. Alter, da sitze ich lieber eine Stunde ein. Du, wissen wir, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kennt man den Weg und dann ist das relativ einfach. Aber ich persönlich habe es leider noch nicht geschafft, durch diese neuen Laserfallen zu kommen. Irgendwie kurz vorm Ausgang sind die echt übel und irgendwie habe ich es da nicht hinbekommen. Wie ist eine Knast gekommen? Willst du das wirklich wissen, Utze? Pass auf, er ist so eine ehrliche Person. Wir hatten letzte Mal im Stream hatten wir eine kleine, also letzten Mittwoch hatten wir einen Bounty gemacht. Das war ein Spieler-Bounty und der hat uns zu einem Außenposten gelockt, wo wir dann bei diesem Außenposten auf die Leute geraten sind. Und das war schon interessant, weil die haben uns auseinandernehmen wollen, ja, war es so ein Wort. Und das war witzig. Das war auf alle Fälle witzig. So war das. Haha. Ja. Genau. Und demzufolge haben sie uns natürlich schön weggeknallt, ne? War es dann so Wortes. Genau. Und dann wollten wir die nämlich erledigen und töten. Weil da war nämlich nicht nur einer, sondern gleich seine ganze Bande mit 4 oder 5 Leuten. Und die haben uns quasi mit Railguns vom Himmel dann geschossen. Und dann standen wir da mit goldenem Haar. Und dann haben die uns sozusagen betäubt. Und dann haben wir irgendwie geschafft,
irgendwie aus der Betäubung wieder aufzustehen und haben die dann quasi torkelnd, wie wir waren, dann irgendwie umgehauen und die dann gefinisht, ne, mit einem Tritt und so. Und dann haben sie uns eigentlich erschossen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich kein Crimeset bekommen, aber Erik hat Crimeset bekommen. Also, falls mal wer Anleitung oder Hilfe braucht, einfach melden. Kann das so ein bisschen so kopfen, ne? Warst schon öfter im Knast, wa? So, ihr kennt also alle den Knast ziemlich gut. Wo bin ich hier gelandet? Hier bleib ich. Ja, Listener, du wirst, glaube ich, nicht drum herum kommen, immer mal wieder in den Knast zu kommen. Aber ist auch gut so. So, oh Gott, ey. So bekloppte Kleidung, aber ist egal. So, da bin ich wieder. Danke. Clasher habe ich das Minern gelernt. Ja, Kiate. Ne? Also Clasher muss ja nichts Schlimmes haben. Ne? Sehe ich auch so. Clasher ist doch nichts Schlimmes. Nee, eben, du sitzt ja auch drin. Sind wir öfters mal. Ja. Nee, weil Listener hat nämlich gerade gesagt, er ist froh, scheinbar. Er findet es gut, dass er hier ist, weil wo ist er hier gelandet? Oh, das aber freut mich. Und dann, nachdem er gehört hat, wir haben alle Knasterfahrungen, hat er gesagt, er bleibt. Ah ja, das ist gut. Man sollte vielleicht auch die Szene mal wieder umstellen. Dann funktionieren auch die Alerts wieder. Ich war so. Schon dreimal drin für meist 8 Minuten. Also Schwerverbrecher, ja. Wie heißt das immer so schön? 8 Minuten sind ist die Einstiegsdroge quasi. Guck mal, 2er Crimestat in 3.18 ist das später weg. Ja, verkaufbar, ich bin ja gesagt. Genau, kannst es bezahlen, so. Bezahlen, ja, genau. Aber auch nur bis Crimestat 2. Ab Crimestat 3 wanderst du in den Knast. Ja. Wenn da abgeschossen wird von jemand, der ein, der die passende Mission dafür anhat. Mhm. Scheinbar war es auch wohl bis vor kurzem so, oder ist immer noch so, wenn du in den Knast einbrichst und dadurch den Crimestat kriegst, kannst du einfach durch den Fahrstuhl wieder raus und bist den Crimestat los. Genau, ja. So, das ist eine Alpha, ja, genau. So sieht es nämlich aus. Nur deswegen ist es ja überhaupt, ne? Es muss ja getestet werden, alles. So. Ich freue mich drauf, wenn wir hier beim Rausfahren auch hier wirklich direkt abgeholt werden können, quasi, und nicht erst wieder auf Hurston landen. Basin Kaso. Uze, ja, genau. Das wollen sie fixen, tatsächlich. Hast du recht. Schön, dass du übrigens da bist. Moin, moin. So, ich hätte ja eine Idee. Ja, hast du? Erzähl. Ich würde ja ganz gerne nochmal eine Runde traden, eventuell. Oder oder wir, warte mal. Los, Leute. Ja, erzähl, ich muss Informationen kriegen hier. Grad, das bringt halt nichts, jetzt Geld zu machen, weil wird eh alle die Vibe dann. Mhm. Oder wir machen halt wirklich mal Medical Gameplay. Also wir lassen mal gucken, ob einer sich retten lassen will von uns. Mhm. Dann können wir es ja quasi so machen wie beim letzten Mal. Wir machen so ein paar Bounties und gucken auch gleichzeitig, wer da so Medical und sowas machen möchte. Ja, können wir, aber da müsste ich ja Bounty, mit einem Bounty kann man ja also Bounties mit einer Dings machen, ist ja auch nicht so doll mit einer, wie heißt sie? Ach so, du willst die C8R benutzen? C8R, ja. Oder? Ja. Aber noch so, ich überlege gerade, ich gucke mal hier gerade so. Starfarer Gemini? Nee. Oder schön mit einer Reclaimer irgendwo. Ob wir uns die Reclaimer nochmal angucken? Nee. Das wollen sie aber fixen. Ja, richtig. Das wollen sie fixen. Ist auch gut so, muss ja auch. Ne? Kannst ja nicht irgendwie einbrechen und dann den Crimestat wieder loswerden. Das wäre ja auch doof. Dann machen wir mal heute eine wilde Kreuzmischung hier an Klamotten. Was haben wir denn hier? Ach komm, dann nehmen wir doch die Dings. Er will das volle Programm.
Damit man ihn auch ernst nimmt als Medic. XL1 und 4x Size 3 kannst du Bounty und mitmachen. Ja. Aber der XL1 passt doch nicht in das in die C8R. Geht alles, muss nur wissen wie. Nein, das geht da nicht rein. Ich weiß. Oh. Bisschen wie. Ey, oder was heißt denn davon? Wenn wir zum Snake Pit und ein bisschen da unten mal ein bisschen Rennen machen? Snake Pit, das können wir auch machen. Ich weiß zwar jetzt schon, dass ich explodiere und können wir uns nicht machen. Peter, oh. Die Knastwache spielen. Oh. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Nach dem Aufstehen? Ja, hörst du, ne? Du landest ja immer. Hörsten landest du immer. Ja, aber das sieht dort nicht so aus, als wenn du in Hörsten bist, sondern Everest Harbor, oder? Ja, das meine ich doch. Mensch. Okay, na, sag ich doch. So, dann nehmen wir einmal den mit. Ja, Multitool kann man auch immer mitnehmen. Mit dem Tractor Beam. Sicher, sicher. So, jetzt dürfen wir eigentlich alles haben hier. Oder? Ja, das sieht doch gut aus. Achso, man sollte nochmal. Wie macht er denn jetzt hier immer das hier? Ne, da wollte ich hin. Oh, die sollen wir auch noch mitnehmen. Jetzt haben wir alles. ACs mit 4x Size 3 würde ich auch gerne mal sehen. Ja, das wäre schon was. Weiter oben steht, nutzt die Red. So, okay. Also, Sophie meinte, du sollst die Red benutzen, deswegen XL1 und so. Ja, okay. Ja, du bist ja hier direkt bei mir. Ja, das weiß ich. Das passt ja. Hoppala. Du kannst auch gleich Richtung. Warte. Die Pisces mit 4x Size 3 würde ich auch gerne sehen. Hier. Hangar 7. Hangar 7. Ich stelle mich hinten rechts in die Ecke. Reclaimer. Ah ja, Listener mag die Reclaimer gerne. Magst du die wegen dem Salvaging oder im Allgemeinen die Reclaimer einfach? Ja, es war mir irgendwie wieder klar. Ist mein Daily Driver, was erwartest du? Ja. Dass ich umschwenke auf so ein, nutzloses Schiff wie die 400i? Nutzloses Schiff, jetzt fängt er auch mal so an. Da kriegt man ja kaum was rein. Ich finde die Art des Schiffes angenehm. Also dieses Industrielle meinst du dann wahrscheinlich, ne? Bin ich absolut deiner Meinung. Kann ich voll verstehen. Ja, noch nicht mal Licht an hier drinnen, ey. Warum sollte ich? Reclaimer ist halt optische das geilste Schiff. Ja. Zudem kannst mit ihr Liegestütze machen. Bin quasi ein Israel-Typ. Liege aktuell die Raft. Ah, geil. Schönheit braucht keinen Platz. 400i, Master Matt, so ist es. So, genau so nämlich. Ja. Außerdem hast du doch Platz, kriegst sogar zwei Mules rein. Hilf mir noch mal kurz auf der Sprünge. War Snake Pit ist Clio, Calliope oder ist das? Ich hab's tatsächlich vergessen. Schön, dass du mir die Frage stellst. Im Chat weiß das einer von euch. Ich hab das auch wohl vergessen. Wo war denn das noch? Komplett vergessen. Quantenbiegen. Keimer, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Hey, ich glaube, das ist Microtech, ne? Ich glaube, das ist Calliope? Nee, nicht Calliope. Hintermut links. Ellie, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Scheiße. Clio? Nee. Ja, klar, Clio bei McGrath, glaube ich, ne?
Plukun, einen wunderschönen. Plukun, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Schon 10 Minuten. Ah ja, Elli. Okay. Habe ich dich überlesen? Doch, ich glaube, Clio. Ja, Tatsache, habe ich überlesen. Sorry, Elli. Tut mir leid. Wenn die 318 da sein sollte, werde ich wieder starten. Ja, ich habe meins auch noch hier stehen. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, das einzustellen. Dafür muss ich mir Zeit nehmen und momentan ist zeitlich echt schwierig. Na, und so habe ich auch aufgeschaltet, ne? Das ist hier bewusst, ne? Echt jetzt? Wollte ich mal in den Radarlock, ja. Warte, ich gehe mal in den Turm. Bleib mal stehen. Warum? Weil ich aus dem Schiff rausgepackt bin. Dein tolles Schiff. Warum bist du aus dem Schiff rausgepackt? Ich bin aufgestanden und zack, war ich vorne raus. Wo bist du jetzt? Unter dir. Na dann flieg im EVA. Ja, warte mal, ich geh mal ein bisschen zur Seite. Doch, Musik. EVA ist sowieso schon so bescheiden hinzukommen irgendwo. Das ist aktuell was für Profis. Ja, ich sag ja, MSR ist einfach nicht das beste Schiff. Typisch gehypte Schiff, wo war der Haken? Mir ist egal, was ihr über die MSR denkt. So. So, bist du drin oder nicht? Nee, du bewegst dich ja die ganze Zeit. Ich bewege mich ja nicht, hat mir auch. Ja, jetzt nicht, du hast dich aber ausgerichtet, genau. Ja, ausrichten ist nicht bewegen. Ausrichten ist ausrichten. Mhm. Bist du drin? Ach, Scherzkeks. Bist du drin? Ja. Diese Knutschkugel einzusteigen ist halt immer schwierig. So, 3, 2, 1. Wenn ich das als Beginner richtig verstanden habe, ist die MSR die eierlegende Wollmilchsau. Die ist auf alle Fälle sehr hoch angesehen, weil man halt da auch, wie gesagt, Fahrzeuge reinnehmen kann und auch, ich sag jetzt mal, mit 116 oder sowas oder 117 Cargo Units ja auch ein bisschen was traden kannst. Ja, gut, ja, weiß ich nicht, eierlegende Wollmilchsau würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist aber an sich ein gutes Schiff so zum Transport von Fahrzeugen, halt eben je nach Größe und sowas, ne? Und hast halt ein bisschen Cargo drin, aber alleine zum Beispiel kämpfen oder verteidigen ist da nicht drin. Ne? Da kannst brauchst du dann schon die Türme. Ja, sag ich doch, alleine. Alleine ja, ist das alleine. Nicht drin. Kann Carrick dann Daten? Ja, was heißt Daten? Also sie kann kartografieren, ne? Und so wie es im Inneren aussieht, hat die halt eben auch viele Computerblades, naja. Aber ob die das kann, was die MSR kann, das glaube ich nicht. Das ist halt eben eine ganz andere Berufsecke, ne? Also die Carrick ist ja eher das Exploration-Schiff und die MSR ist ja nun mal ein Datenrunner. Dafür kann die MSR halt eben keine Kartografien machen, ne? Da muss man sich dann quasi immer selber einig sein, was man denn nun machen möchte. Ne? Im Turm drin, ne? Bitte? Du bist im Turm drin. Ja, ich bin im Turm. Im oberen. Okay. 3-8 im Turm? Hahaha. Witzig. Weiß jetzt echt schlecht. Ja. Manchmal haue ich jetzt nicht unbedingt die Korken raus. Manchmal? Ja, also eine eierlegende Wollmilchsau.
Wüsste jetzt gar nicht, welche sich da überhaupt bezeichnen die würde. Die haben mal gesagt, dass die Carrick eine eierlegende Wollmilchsau ist. Ja, dadurch, dass sie noch gleichzeitig modular unten drin ist, ne? Und dass sie derzeit auch noch ein, wir können noch mal Respawn-Bett hat. Ne? Mhm. Suffkopf, Ingame meinten wir. Die aktuell Ingame sind. Flight-ready sind. Bei der Odyssey wissen wir ja nur das, was wir durch die Konzept, also durch Q&A und sowas wissen. Da wissen wir aber nicht, ob das nachher wirklich so reinkommt. Listener, dann schlaf schön. Aha, Listener, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Dir noch eine geruhsame Nacht, sagen wir es mal so. Und viel Spaß morgen auf der Arbeit. Ich kenn's selber. Ach Quatsch, Margo, hör auf jetzt. Ich muss auch um 4.30 Uhr hoch. Aber schönen Abend noch, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich darf Chris nicht mehr schief anreden, seit ich ihn auf der Bar Citizen gesehen habe. Hab ich Angst. Ha, er hat den, wie hieß der Griff? Vulkan. Den Vulkaniergriff hat er drauf, ne? Genau, ich hatte das Grillbesteck als Waffen mit. Genau. Genau, den Weber-Grill habe ich in der Hosentasche gehabt, genau. Den Weber-Grill in der Hosentasche? Okay. Das ist der laufende Weber-Grill. Spox-Würgegriff, nee, nicht Würgegriff, Mensch. So. Marco, warum die halbe Portion? Ja, siehst du halt doch richtig ab, Clio, Manometer. Ja, das ist doch schon, siehst du. Wir hätten aber vielleicht auch ein Schiff nehmen sollen, wo wir respawnen können, ne? Warum? Möchtest du mit gerne drauf gehen oder was? Ich weiß, dass ich drauf gehe. Also, wo sind denn deine Schiffe? Sind die, Area 18. Wirklich? Mhm. Aber wir haben uns doch verortet auf Dings, oder nicht? Ich habe keinen Char-Reset gemacht. Nicht? Nee. Komm, wie geh dich drauf, ganz einfach. Ich kenne unser Glück. ja, er hatte es mit, wenn du meinst, dass er mit den Händen grillt. Ach, guck mal, hier kannst du auch meinern. Klar kannst du hier meinern. Nein, ich meine, hier sind gerade so ein paar Sachen in der Gegend. Ja, ich weiß. Gerade gesehen, ich habe ausgescannt. Ah, ja. Hier los hier. Ja, ne? Richtig was los hier. Richtig was los. So. Mit was wolltest du denn dahin? Was? Mit was willst du denn dahin? Ja, schön, schön, schön. Ey, was ist denn hier? Das ist ja der Chuck Norris des Grills. Nutzt es sehr gut. Was machst du denn da schon wieder? Frage um. So. So. Bin ich der Chuck Norris des Grills? Nicht. Nein. Hm. Was dann? Cäsar, weißt du? Er kam, sah und siegte. Ah. Ja.
Illegal Monitors detected. Okay. Nichts los hier. So. Naja, kommt ja eh ein Vibe. Ah, kommt alle. Hm? Es kommt ein Vibe. Ja, deswegen ist egal, ob ich Rüstung verliere oder nicht. Ja. Die ist eh bald weg. 1,70 Meter. Wie bist du denn jetzt da hingekommen, ohne hier hinten rauszulaufen? Tja, kannst mal sehen. 1,70 Meter groß, blonde Haare. Was? Es kommt ein Vibe. Hast du gesagt. Oh. Hast du? Oh. Der kam tief, der kam richtig tief. Der Flachwitz, der war übel, übelste Sorte. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, gar nichts mehr, glaube ich. Da kannst du nichts mehr zu sagen, das ist ja schon wieder, ja, also... Das ist richtig übel. Oh. So. Eieiei, also, nee. Ja, er hat auch schon wieder gleich Kisten geöffnet hier und gelootet. Warum und habe ich den Envils? Nee, da war ich nicht dran. Warum haben wir die Envils Centurion? Achso, ist ja wahrscheinlich hier Subscriber-Boomstings. Zum Glück hatte ich die Füße hoch. hast du eine Dragonfly? Da warst du nicht dran, deswegen hast du auch zwei verschiedene Armpaare an. Ich habe keine verschiedenen Armpaare. Doch, guck mal. Beides dasselbe. Nein. Okay. Zum Glück hatte ich die Füße hoch. Eine Dragonfly? Ja, müsste ich eigentlich haben hier. Dann los. Wenn du sie nicht da hast, sind es ja bloß 4 Sekunden. Ja, hier werde ich sie nicht haben, aber ich habe eine. Ja. So. Krass, ich habe jetzt 2. Ach, da fehlt einfach nur dieses Dings drauf. Ansonsten ist das gleiche. Komisch. Nee, das ist nicht. Ist trotzdem nicht dasselbe. Nein, das ist das. Da fehlt bloß dieses gelbe Ding. Warte, bleib auch stehen. Selbst dann ergibt das nicht so richtig Sinn. Wenn du mal oben guckst. Was ist das denn? Was du anhast. Ja. Aber das war doch sonst nicht so. Doch. Nein. Kommst du rein jetzt oder nicht? Ja, bin ja hier. Ich glaube, das liegt einfach daran. Nee, das ist so. Das war schon so. Nein, das war vorher nicht so. Doch. Nein. Guck mal, im Fabrikgelb. Ja, ich habe auch eine Fabrikgelbe. Farbe knallt aber irgendwie mehr als sonst, oder? War die schon immer so grell? Keine Ahnung. Irgendwie bin ich irritiert momentan. Wo bist du denn? Ach, da. Willst du in die MSR rein, oder was? Ja, wo denn sonst? Du darfst ja so hinfliegen. Naja, die dauert noch ein bisschen. Ja, so weit ist das nun auch nicht. Doch. Mal nichts Grünes? Ja, mich wundert es auch gerade, dass der grüne Skin nicht drauf ist. Aber wahrscheinlich, weil ich in der 317.4 das Hoverquad noch nicht eingefärbt hatte. Das Hoverquad. Quatsch. Die Dragonfly. Den Skin dafür habe ich tatsächlich. Vorsicht! So, eigentlich, ist das eigentlich eine LTI-Variante? Weiß ich gar nicht. Nee, glaube ich, war das bei dem Package nicht. Also ich glaube, bei dem Package war das keine LTI. Was aber an sich auch egal ist. Also so teuer wird die nicht im Unterhalt sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt.
Ach, guck mal, auf Sparflamme arbeitet die weiter, obwohl die Triebwerke aus sind. Das geht schief. Ich habe noch mal versuchen, rückwärts reinzufliegen hier. Das muss sein, ne? Ja, Logan. Ist doch wichtig. Seal Corporation. Ah ja. Nee. Chris Bowser. Ganz einfach. Ja, er muss mal wieder ein bisschen angeben hier. Das ist einfach so. Ne? Kennt man ja nicht anders. Was kennt man ja anders? Was? Bowser nicht. Nein. Warum ist eigentlich dein Boden hier so dreckig? Weil der Textur sehr oft vom Boden übernommen wird. Eieieiei. So, dann flieg uns mal hin, Chris. Es wird aber so langsam Zeit, dass wir mal die 318 kriegen, ne? Ja, absolut. Ich muss gestehen, ich kann auch nicht mehr warten. Hier willst du landen. Was? Hier willst du also landen, ja. Guck mal, da haben wir einen Kran. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass da ein Kran draufsteht. Aber auch schon lange nicht mehr hier jetzt. Gesundheit. Danke. Das erste Mal, wo der reinkam und dann war ich nie wieder hier. Na. Wurde extra für Drake dahin gebaut. Ich glaube auch. Bist du schon wieder aus dem Schiff gebackt? Tatsächlich. Zu, oder? Ja. BB. Ah, Tammy, BB. So. So, wir fliegen das einfach erstmal. Wir fliegen das einfach erstmal ab, würde ich sagen, oder? Ja, können wir machen. Ich kenne mich. So, denke dran. Ich denke an alles. Hab immer dran gedacht. Hab's nie vergessen. Was machst du denn da? Kriegst du nicht hoch oder was? Was war das? Ich weiß auch nicht, was ich da habe.
Na, welche Richtung wollen wir denn? Drehst du den Kreis? Kriegst du es hin? Ach nee, komm, wir fahren im Uhrzeigersinn, oder? Mir egal. Komm, im Uhrzeigersinn ist schöner. Hui! Warhawks, ein wunderschön. Warhawks, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Bist du da? Ja, ja, ich bin neben dir rechts. Na dann los. Willst du doch schon das Rennen jetzt machen hier, oder was? Nein. Wo willst du hin? Ui, 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 ui. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ui, ui, ui. Wie gut, dass ich mich hier überhaupt nicht auskenne. Oh! Sag mal, was ist denn passiert? Sag mal. Weiß ich nicht. Ich hab irgendwie was gehört. Nee. Bin mir da nicht so ganz sicher. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Was ist passiert? Ich hab hier schöne grüne Farbe in meinem PC, ne? Sophie, das ist schon zu spät. Krass. Es werden Wetten angenommen, wer zuerst in die Luft geht. Zu spät, ja, würde ich sagen. Ach, das ist jetzt aber schade, Erik. Ja, so, wirklich. So einen kleinen Leck gehabt und schon? Hm. Naja. Ja, ja, Leck. Weiß gar nicht, ich glaube, ich bin jetzt auf New Babbage, ne? Ja, tatsächlich. Ich meinen Helm hier, was soll denn das? Aber der war wirklich gut gerade. Zack, hat's gemacht, war's tot. Ich sag ja jetzt nicht, dass ich das vorher schon gesagt hatte, ne? Ich hatte es angekündigt. Wollte ich mal gesagt haben. Ja, ja, ja. Schade aber, ne? Hm. Ja, aber gut, was willst du machen? Wundert mich halt auch nicht, ne? Ja, na, manche Leute haben einfach keinen. Die können es einfach nicht. Ich fahre noch nie für Rennen in Star Citizen geeignet. Nee? Nee. Fahrzeugrennen, ja, okay, aber alles, was mit Fliegen zu tun hat, da im Rennen oder sowas, das hat keinen Sinn bei mir. Tatsächlich, ich bin auf New Babbage, naja, wenigstens etwas. Naja. Ist die 318 schon auf dem PTU? Was? Die 318 schon auf dem PTU? Naja, gerade nochmal rausgekommen hier. Das war kurz weg, da ist er tot. Ja, so ist das, wa? Mit ihm. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wo bin ich denn tot? Hä? Ich bin doch quicklebendig hier. Hm? Ist ja unfassbar hier, was einem unterstellt wird, du. Es stand auf seinem Grabstein, er war stets bemüht. Das stand schon immer auf meinem Grabstein, ja. Nee, hier war es nicht. Wo war denn? Da war sie. Oder hatte ich da jetzt schon eine am Mann? Ja, ein Map-Pin ist ein bisschen wenig. Oh, mit einer Carrack her oder sowas. Meinst du, das könnte öfters passieren? Ja. Lalalalalala. Dann können wir loslegen. Wir sehen uns gleich. Ich grüße dich.
War das das, was du meintest? Warhawk? Oh, die Bahn ist da, die Bahn ist da. Ei, 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 ei. Uff, das war aber knapp. Ja, genau. Sehr geil. Mit was bist du denn da drüber geflogen? Klang gut. Hui. Aber irgendwie ist heute auch so die Performance auch immer noch nicht so geil, ne? Kaum war... Nee. Ich hab auch schon gemerkt, dass... Also kaum ist... Freefly ist vorbei und trotzdem ist immer noch die Performance so wie beim Freefly. Also das ist ja irgendwie... auch dasselbe wie jedes Mal dann, ne? Ich hätte gedacht, das beruhigt sich dann wieder. Hm. Schade. Ja. Bei mir läuft verdammt gut gerade. Wieso? Ja, ich mach da drin. Ach so. Und ich glaube, ich werde auch gewinnen. Meinst du? Ja. Ich glaube, ich komme in einer A2. Dann sehen wir mal, wer gewinnt. So. Ah, lieber nochmal einen Schritt zurückgehen hier. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Carrick hier habe. Was ist abgefallen? Achso, ja, das passiert ja andauernd. Das passiert ja andauernd. Also wenn die Waffen nicht abfallen, dann machst du was falsch. Nee, die sind natürlich nicht hier, die Carrick. Fiona Lee ist hier. Naja, muss ohne Medical Schiff gehen. Kann sie für die nächste Runde, kann ich sie ja mal claimen. Oder? Was denn? Ich sag, die Carrick ist nicht hier, denn das Claim dauert ja auch immer ein bisschen. Ja. Kann sie aber fürs nächste Mal schon mal claimen. Ja. Was willst du denn da kommen gerade? Ach so. Das Übliche. Ja, Hangar 14. So, wo ist denn? Dum, 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 dum. Das ist natürlich ein unfairer Vorteil jetzt, ne? So? Weil du jetzt in die Strecke schon abgeflogen bist. Kein Vorteil. Ja, willst du mir jetzt sagen, dass es ein Nachteil ist, oder was? Nee, ja, ist auch kein Vorteil. So, auf geht's. Aber normalerweise muss man da ja auch mit den richtigen Schiffen langfliegen, ne? Ist ja tatsächlich eher so für Rennschiffe gedacht. Snake Pit. Wobei ich da jetzt nicht unbedingt mit der Origin R50 oder sowas langballern möchte. Nee, warum nicht? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen eng.
So. Und Uze extra nur für dich, ne? In grün natürlich. Ich weiß ja, dass du grün so gerne magst. So. So, also auf Clio war das, ne? Ja. Ja. Nein. Wie nein? Ich habe ja sogar, ist ja krass. Was? Ich habe sogar Dolle Wien, ich habe sogar in dem, in der Dragonfly sogar ein Scanning-Tool für Mining. Also, dass du scannen kannst, was das für Steine sind, etc. Auch nicht schlecht. Na. Die Performance ist nicht so gerade. Nee, es ist irgendwie echt mysteriös. Obwohl ich auf dem Best-Server bin, ne? Ja. Weil das hat ja nichts zu sagen, aber. Nee, das hat nichts zu sagen, da hast du recht. Aber das ist wieder dieses typische, ne? Nach dem Freeflight läuft es trotzdem irgendwie nicht mehr. Wobei wir früher das Problem so nicht hatten. Früher, wenn Free Fly vorbei war, dann war es erstmal wieder gut, aber seit letztes Jahr ILW, nicht Invictus Launch Week, sondern Intergalactic Aerospace Expo, seit letztes Jahr, ich glaube seitdem ist das, dass es danach dann trotzdem schlecht ist. Sonst konnte man sich vorher mal drauf verlassen, okay, dann geht man da nicht online und danach kommt man dann wieder online, weil es dann wieder besser läuft, aber das, selbst das ist nicht mehr. Einen offenen Thailand-Server. Hm. Naja, kannst ja auch im Asia-Server gehen, ist ja ähnlich. Asia ist groß, ja, ja. Ah ja, okay. Ai ho. Hm? Ni hao steht da. Was? Niao, ja. Hm. Oh, vielleicht ein bisschen flott. Hallo auf Chinesisch, ja. Ich glaube, das ist das einzige Wort, was wir da tatsächlich auch verstehen. Master Mats, dir auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis dann, Master Mats. Auch dir einen schönen Abend. Was? Diese Kettenraucher aus dem Flur hier am PC? Mhm. Ich glaube, ich stream bald, schrei laut, dass es jeder im Flur hört.
Ach, sowas, ja. Das kenne ich von früher auch. Also das hatten wir damals auch bei uns. Direkt unter dem Kinderzimmer hatten wir auch so eine, die dann auch immer in der Küche da bei sich geraucht hat und sowas. Und das Geilste war dann immer von wegen, dass sie morgens um 4 Uhr ihren Wecker so laut hatte, also ihren Radiowecker wohlgemerkt, dass man im Kinderzimmer die Stimmen und alles komplett hören konnte. Es ist einfach heftig. Bist du wieder am Außenposten? Wieso? Weil da irgendein Marker ist, ein Ja, blauer. da ist ja, irgendwas scheint da rum irgendwie geklaut, ne? Tingle. Cutlass oder irgendwie sowas? Origin 300i. Oh, das war. Ich war da, muss kurz, bin vorbeigefahren und hab mein Dixie hier repariert. Mein Ja, also ich mag Ich sowas finde auch dann die auch nicht. Textur noch so matschig, habe ich das Irgendwie ist das Gefühl. alles so nicht so richtig geil, ja. Also diese Dragonfly sieht irgendwie so bäh gelb aus. Weißt du, was ich meine? Nee, das ist hier nicht so, aber ich weiß, die hören mich, wenn ich laut bin. Oh Gott, hier ist ja jetzt richtig ekelhaft gerade. Oh Mann, ey. Naja. So ekelhaft ist es gar nicht. So ekelhaft ist es gar nicht. Nee, da ging es ja auch eher drum, von wegen mit den, mit dem Radiowecker, was ich gerade eben erzählt hatte. Ach so. Oh. Es ist ein bisschen windig hier. Ey, bleib stehen jetzt. Hallo. Sagte der Mann, der sagte, er ist mit Rad unterwegs. Er doch mit seiner 400i unterwegs. Ja, natürlich. Habe ich doch hier gesagt. Im Januar werde ich Stress machen. 400i taugt nix. Ja, Utze. Ist klar, ne? Mit was für einem Schiff kommst du mir jetzt an hier? Utze? Was fliegst du gerne? Mit nicht kommt nicht, ne? Wo hast denn deine Dragonfly drinne? Lass mich raten, auf dem vorderen Fahrstuhl. Da kriegst du eine Nox, kriegst du immerhin drauf. Ja, Nox, ja. Deswegen weiß ich Mit gar nicht, engen was Bögen. du, weiß ich gar nicht, was du willst, von wegen die. Du hast einen hinteren Hangar, wo du die reinparken kannst. Hältst dir auch was an, ey. Danke, Wie das. Margot. Schön, dass wenigstens einer auf meiner Seite ist. Vorsicht, dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Aber Ist der Ferrari. wie das Fahrwerk das abfedert, ist schon cool, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Das muss man ja einfach sagen. Da bin ich auch gespannt, also da werden sie ja auch immer besser, desto weiter, desto desto neuer das die Schiffe sind. Okay. Desto neuer die Schiffe sind, desto besser werden sie da ja auch. Das ist ja nun mal Absolut. wirklich so. Das muss man ja einfach denen auch zugute halten, sag ich mal, ne? Und der Wind, der hier drin ist, ist ja auch noch nicht, ist ja auch schon, okay. Ist auch schon ewig drinne, ne? Also das sind ja alles noch so auch uralte Sachen teilweise. Ach Gott. Es läuft auch echt nicht gut hier. Aber es wird alles besser, muss man ja sagen. Elli ist so. Ist so, Elli, sehe ich ganz genauso. Ne, Chris? Denn?
Nee, die Warhawk, die technischen Details findest du so noch in keinem anderen Game. Hallo. Jetzt sind die Triebwerke an, aber das Ding ist hier nicht, oder was? Was soll denn das? Macht er die Triebwerke an, aber die... Ja, das ist ein Bug, der kommt ja nicht hoch, ne? Nee, der ist dann abgehoben, aber ist einfach auf der Stelle geblieben und konnte sich nur drehen. Ist aber auch das Dings nicht angegangen hier. Oh Mann, wie heißt es denn noch? Hätte jetzt beinahe Kombi-Instrument gesagt hier. Du weißt, was ich meine. Nee, Kombi-Zange. Ach, du machst mich fertig. Ja, das genau, an einer Stelle gehavert hat sie, aber das hat es nicht angegangen. Mein Gott, das war aber auch eine schwere Geburt jetzt wieder hier. Ist gut. Okay. Okay. So, was ist denn jetzt nun? Kommst du? Ja, entspann dich, mein Freund. Lass mich raten, du kriegst das nicht richtig rein, ne? Was? In den kleinen Hangar, ne? Natürlich, ohne Probleme. Okay. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, deswegen frage ich lieber. Mhm. Ist klar. Mach auf die Tür hier. Ja, aber ich muss auch sagen, also... Wir haben schon richtig viele technische Details teilweise drin, die echt Spaß machen auch. Aber gerade ist halt eben auch einfach so so das drinne, dass man nur noch dasselbe machen kann quasi, ne? Und das ist so ein bisschen schade. Ja. So, wo bist du denn jetzt hier überhaupt? Ich freue mich so auf die 318, wenn die reinkommt. Ja. Und wir salvagen können oder wir die neuen, wir uns Career angucken können. Also alles so, ne? Alles tolle Dinge, ja. Ein bisschen PTV raisen können, ja. Oh ja, das wird auch noch witzig. Bock drauf. Fährst du da immer noch deine Runden, oder was? Nee, mach ein bisschen Manöver. Damit ich halt weiß, wie geht. Wie man mit dem Ding ordentlich steuert. Okay? Ach so. Fahrwerk draußen, ja. Ja, hast du. So. Aber weißt du, was mir schon mal aufgefallen ist? Nee. Weißt du, was richtig geil ist? Hm? Das kannst du bei deinem Schiff nicht, pass mal auf. Womit kommst du jetzt? Ja, wirst du gleich sehen. Guck mal. Ich kann meine Starrunner als... Oh Gott. Oh, das wollte ich jetzt nicht so doll. Ich kann sie als Sprungschanze nehmen, so. Schön, dass du auf deinem Hoverquad in T-Pose draufstehst. Ernsthaft? Ich hab zumindest bei mir gerade so angezeigt. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es wieder nur anzeigt. Oh Gott, ey. Leute. No, zeig dir mit so an, dass du da in T-Pose draufstehst. Was machst du denn da? Kann die als Sprungschanze benutzen. Guck hin, pass auf. Total genial, pass auf jetzt. Ja, ich pass auf. So. Boom.
Ja, geil, ne? Hättest du auch gerne. Aber das kannst du halt nur mit der MSR machen, also. Er macht den Silver-Server nach. Ja, ich glaube auch. So. Na, jetzt sitzt er wenigstens drauf. Ja, genau. Jetzt habe ich das Problem, was du auch hattest. Einfach nach vorne. Irgendwann kommt da hoch. Ah, jetzt. Also, das war hier. Überhaupt kein Problem, oder? Nee, gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Kann ich auch. Ja, hast du aber nicht getroffen. Nee, du auch nicht. Und ich stand. Du hast mich auch nicht getroffen. Ich wollte dich ja nicht treffen. Ja, yeah, also. So, los geht's. Hör mal. Oh ja, ich fahre hinterher. Ui. Und du sollst mich nicht rammen. Hab ich gar nicht. So, los geht's. Komm her. Hör mal. Ja, ja, wenn er gleich wieder unten ist hier. So, jetzt. Ach, in die Richtung. So, und los geht's. Und dann hier in die Richtung. Komm hin, komm wir. Ja, ja, ich fahr dir hinterher. Langsam. So, hier kannst du nämlich schön hier so rumziehen und den Boost benutzen und dann kommst du hier gut um die Kurve. Ja, das habe ich gerade eben bei der anderen Kurve auch versucht. Aber so, dann hat er Schluck auf. Dann fährst du hier lang. Hier lang. Schön langsam. Ja. Schön langsam, sagt er. So, dann musst du. Warte, warte, warte. Hier lang komme ich. Nee, warte mal. Warte mal. Ich muss hier. Ach so, hier lang, genau. Genau. So. Ah, nee, 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 uah! Nee, eins weiter, genau. Ja, ja, ja. Ich fahre nämlich hier zu früh links, du musst da hinten rechts rum. Genau, hier rum, genau, hier, hier, nee. Eins nee, hier hinten, hier hinten. Ja, 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 ich weiß. So, jetzt müssen wir. Nee, wir müssen nicht rechts rum, wir müssen links rum. Weil wir fahren noch. Wo bist du denn jetzt? Hier da hinten bist du noch, ja, ja. Genau, wir müssen hier nämlich durch. Wissen wir das? Hey. So. Genau, dann geradeaus, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, hier war das, ne? Ja, ja, genau. So geil. Das ist geil. Ach, man kann so richtig. Also, man kann da tatsächlich daneben schießen, ne? Das ist ganz, ganz entspannt eigentlich. Das ist gut. Die Dinger. Genau, hier lang. Genau, jetzt musst du ein bisschen aufpassen hier, weil hier, sonst springst du zu sehr. Genau, hier rüber, genau, und jetzt nach links. Sofort hier, nach links, genau. Wunderbar. Sehr gut. Ja, da vorne liegt meine Leiche. So. Hast du die Klamotten an? Also, sonst hättest du die noch nehmen können. Ja, ja, ich habe gerade Klamotten an, aber. So. Oh. Wie war das? Bitte? Genau. Da steckt sowas im Sand. Komisch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was machen wir denn jetzt? Der war schlecht. Der war schlecht, kann man so sagen, ja. Der war richtig schlecht. Kann man nichts anderes sagen. Nee, der war schlecht. ECN Alert haben wir hier drinne.
Wo haben wir denn jetzt einen ICN-Alert her? Network and Rusted. Aber es gibt momentan keine Medical-Missionen, ne? Hat keiner Lust drauf, hier irgendjemanden zu rufen. Die explodieren irgendwie alle vorher. Habe ich das Gefühl. Ja. Komisch, ne? So. So, ich könnte zumindest mal gucken, ob ich die Waffe looten kann, aber ich glaube, der ist da so reingebackt, da kriege ich gar nichts gelootet. An meiner Leiche. Meinst du? Ja, das sieht irgendwie so aus. Oh, Junge. Ja, der ist irgendwie dahinter. Kommt man auf der anderen Seite durch? Wahrscheinlich nicht. Du bist doch Chris ins Bein. Hast du eine Medic-Mission, ja. Na, hier kommst du gar nicht durch. Hier ist schade. Unsichtbare Wand. Da komme ich nicht mal meine Waffe ran. Schade. Hat die Waffe überhaupt Munition, die ich dabei habe? Ach, das ist auch gut. Die Waffe, die ich dabei habe, hat nicht mal Munition. Na komm, wo bist du? Ja. Ich muss kurz mein Contact. Schiff gleich holen. Ah, hast du dein Schiff geclaimed? Ja klar. Ah, deswegen. Ich hab hier leider auch nicht Star, weißt du, bei... Bei Everest Harbor. Bist jetzt Everest Harbor wieder? Ja, klar. Das ist ja Mist. Wir hatten uns ja nicht, hast du doch auch nicht gemacht, oder? Na, ich bin noch auf New Babbage verortet. Ah ja. Nicht, weil ich das gemacht habe, weil wir sind ja in einem Schiff geflogen, aber ich war schon die ganze Zeit hier verortet. Verortet, ja. Ja. Ach, jetzt hängt das Ding schon wieder auf dem Boden. Geht doch. Bin ich wieder da. Jo. Was hat er denn hier für einen Blickwinkel schon wieder? Mein Gott. Zack. Hui. Die ist doch rot, wieso ist die Friendly Fire? Das war zu schnell, würde ich sagen. Hoppala. Macht nichts. Ja, doch, kann man so sagen. Ich musste ja die MSR mal aus dem Weg räumen hier, ne? Das war ja, also. War ja, ganz klar, ne? Was ja. Na, zum Glück kriegt man ja kostenlose Undersuits und so gestellt hier, ne? Die wollte ich gar nicht. Ich wollte den Undersuit. Den wollte ich. Und den Helm. So. Bei euch, Mann, 2, 3, 18. Ja, wenn du bei uns in der Nähe bist, dann kannst du in der 318 bei uns Geld verdienen, ja? Definitiv, würde ich mal so sagen. Ist Player Member committed? Schnell aus dem Weg gehen hier, wo man wieder drinnen sitzt.
Warte mal, wieso ich hier bin. Ach, Termi, jetzt aber nicht so, ne? Willst du mir doch jetzt wohl nicht sagen, dass du nur deswegen hier bist, weil du hoffst, dass du uns abloopen kannst hier. So. Uiuiui. Und hopp, hopp. Ach, noch mehr als genug Zeit. Oder auch nicht so. So. Nehmen wir uns diesmal nichts mit. Mal gucken. Naja, Cold Arms hat er noch drin. Hm. Nichts hier irgendwie. Sind hier überhaupt Leute auf dem Server? Ja, doch. Da sind ein paar Leute drauf. Bevor nichts ist, kannst du auch nichts looten. Ja, das stimmt. Äh, 3.18 darf noch nicht kommen. Meine Freundin hat noch 10.000 Minet. Hm. Naja, kannst du auch alleine machen, oder? Ja, das glaube ich auch noch nicht. Das sind in der 3.18 viele Leute, die Reclaimer vollkriegen. Das glaube ich nicht. Was hast du denn da gemacht? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du bist ja wieder normal unterwegs. Ich, ja, natürlich. Ich bin wieder zurückgeflogen. Solange wie du gebraucht hast, da kann man ja nochmal. Bist du wieder zurückgeflogen? Ja, genau. Hm? Ist klar. Und warum sehe ich bei dir wieder einen Tod? Einen Tod? Mhm. Was? Wo siehst du einen Tod? Na, du bist gestorben. Wo siehst du denn das? Na, weil du wirst mir angezeigt mit einem X. Ja, das X ist ja immer da. Ich bin ja vorher einmal gestorben. Nein. Das ist ja kein. Das ist kein Grund hier. Welcome to the ASAP Retrieval System. Ah ja, genau. Mhm. So, was haben wir denn hier an Fahrzeugen, Schiffen oder sonstiges noch rumstehen? Ich muss noch 5 Minuten warten. Echt jetzt? Ja, ernsthaft. Wie spät haben wir denn jetzt gerade? Ich weiß ich nicht. Ah ja, um 10. So. Es ist irgendwie. Wir haben auch keinerlei Missionen hier, ne? Nee, der Server ist auch nicht so doll gerade, habe ich das Gefühl. Wundert mich gerade echt. Aber ich glaube, die machen auch gerade gar nichts mehr, weißt du, so großartig. Ja, aber trotzdem müssen ja die Missionen durchgespult werden. Das ist ja. Das ist ja nicht mal 890 Jump-Mission hier in New Babbage gerade. Ne? Nö. Zumindest habe ich gerade keine. Kann auch sein, dass die natürlich hier jemand macht, aber. Vorher die ganze Zeit hätte, müsste ja mal wieder auftauchen. Irgendwann müssten wir auch wirklich mal wieder machen, dass wir sagen, okay, alles klar, wir werden mal suchen einen Mensch in einer Cave. Weißt du, was ich meine? Ah, Neuer Server, neues Glück. Ja, ich glaube auch. Lass uns mal Serverwechsel machen. Warum? Warum nicht? Meinst du, das bringt was? Na gut, dann machen wir das da. Hoffen. Hm? Hoffnung stirbt zuletzt. Jo. Ein Erich stirbt nicht. Er hat sich durch Zellteilung vervielfältigt. So sieht's nämlich aus, Utze. Ganz genau. Ob es das besser macht, ich weiß es nicht. Das heißt hier, ob es das besser macht? Natürlich macht es das besser. Es macht es immer besser. Es macht es immer besser, da hast du vollkommen recht. So. Dann schauen wir mal. Nimm mal einen Aussie-Server. Wir haben immer mit den Australischen eigentlich immer irgendwie Vorteile gehabt. Ja.
So. Weißt du, was interessant ist? Heute kam doch, oder gestern war doch ein neuer Grafikkartentreiber raus, kam, ne, von Nvidia. Okay. Ich habe noch nicht gezogen jetzt. Seitdem frisst bei mir Star Citizen, macht die nicht mehr so heiß, die Grafikkarte. Okay. Ja, es gibt ja Also auch was ein, heißt es? gibt's ja jetzt auch ein Windows-Update für, von wegen bei den, was nochmal die Spiele-Performance der Efficiency-Kerne und sowas verbessern soll. Also mal gucken, vielleicht bringt das wirklich was, ne? Oh, der Server ist viel besser. Ist das Der so? ist richtig smooth. Ja, auf alle Fälle. Die FPS sind genial. Ja, doch, die sind echt gut. Doch, Wahnsinn. Na gut, cool. Ja, erstmal, bis der Server dann wieder ein bisschen läuft und dann wieder nicht geht. Ob das was mit Glück zu tun hat. Naja, SC ist nun mal. Er hat immer was mit Glück zu tun, würde ich sagen, ne? Nein. Wie nein, doch? Nö. Ist schon wieder sehr schön, dass hier ein Medical-Anzug direkt im Dings liegt. Im Fahrstuhl. Ich guck mal, was der Contact Manager so sagt. So, was haben wir denn hier im Angebot? Kann ich nicht sagen. Na, erstmal auf jeden Fall Call to Arms. Ach, guck mal, wir haben eine Onboarding in Action hier. Das ist doch schon mal was. Was ist denn das? Research Scan Help. Schade. Viel mehr Munition. Quatsch. Viel mehr Missionen sind es auch nicht geworden hier. Hast du bei dir da was? Nee, nicht wirklich. Ah! Boah! Ich habe aber heute auch ein Glück mit den Zügen, du, ne? Auf den letzten Meter rein, Millimeter rein. Ich habe ein Lumina Present Delivery. Da kriegst du dann wahrscheinlich die großen Ah, Lumina. stimmt ja, diese Geschenke. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich habe auch noch gar nicht gesucht, ehrlich gesagt. Ja, die sind mitten auf dem Weg da bei dir, meine ich. Sonst nimm noch mal an, was das Luminaria-Ding da. Bei den Terminals sind die, ne? Wenn du jetzt gleich ein Schiff holst. Gucken wir mal. Aber die sind ja nicht nur auf New Babbage, oder? Nee. 2 Minuten noch. Hast du jetzt angenommen, dass die Livery? Luminaria? Ja. Kann ich machen, warte. Ja, machen, nimm mal an. Ich habe Also übrigens bei Personal sind die, ne? Und bei Delivery. Ah, die kannst du dann wieder nicht scheren, ne? Accept, warte. Doch, kann ich. Und, bitteschön, die Schere ist draußen. Ah, sehr gut. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht bisher. Das ist aber hier auf Ja, das macht ja nichts. Husten, ne? Also. Das macht ja nichts. Na, ja. So, dann gucken wir mal. Aber wo sollen denn hier diese Geschenke sein? Also bei mir waren sie auf dem Dings, auf dem, wie heißt das? Da, wo du auch, da, wo du auch die Schiffe holst. Da waren sie bei mir.
bin kein autorisiertes Personal, um in den Raum reinzugehen. Schade. Was ist hier los? Die stehen alle unter Arrest, oder was? Hier sind auch keine Geschenke. Aber so richtig, zwischendurch sind auch noch so kleine Lecks drin hier. Ja, das ist serverseitig aber. Ja, oder durch OBS, ne? Ich sehe, wo sollen denn hier Geschenke sein? Also entweder hat die schon wieder jemand komplett alle abgegrast, oder? Da drauf lagen sie bei mir, da wo die... Achso, Mal gucken. Achso, da steht eins, guck mal. Grab. Ich habe ein Geschenk gefunden. Und die sind aber niedlich. Mehr niedliche Größe, die Dinger. Ja, die sind ja auch nicht mehr so viel wert wie damals, ne? Ne, glaube nicht. Also die sind ja auch nur... Früher waren die ja 1000 pro. Ja. Dann sind sie jetzt runter auf 500 oder so. Genau, irgendwie sowas, ja. Da ist auch noch ein Geschenk. Ach, ich habe einen Lauf. Okay. Da ist noch eins. Na, komm her. Hey, nicht drängeln. Bin auf der Suche. Im Mülleimer? Nee. Nichts drin. Aber wenn ich mir das so angucke. Wenn die so wenig tatsächlich verteilt sind hier, also so wenige davon vorhanden sind, dann rentiert sich das für 500 überhaupt nicht mehr, ne? Gar nicht, ach, gar nichts mehr. Das ist ja das, was ich so schade finde. Das lohnt sich. Vorher habe ich das wirklich gern gemacht, ne? Mhm. Aber das kannst du vergessen. Ein Empfangstresen. Hier meinst du? Hier ist nix. Ausnahmsweise mal. Oder, ach so, ach, da könnte es natürlich auch noch sein. Ach, guck mal, die T-Post ist wieder da. Ach, guck mal, hier sind sogar zwei gleich. Mensch. Bald ein Star Citizen Dino Erde Film raus. Geil, was? März, sehr SC ähnlich, Trainer gerade gesehen, 25 Millionen vor uns, okay. Oder doch Arc-Film, ja. Hab ich damals Arc gesuchtet, ey, Halleluja. Ja. So, ich habe jetzt 6 Geschenke. Das heißt 3000 Credits hier. Ja, Arc war cool, auf alle Fälle war Arc cool, ja. Definitiv. Arc hat auch Spaß gemacht. Also ich habe nicht Arc selber gespielt, aber also geguckt habe ich es damals auch bei anderen Sachen mal. Oder mir angeguckt bei anderen Leuten. Aber Atlas zum Beispiel habe ich damals gespielt und das ist ja auch nicht viel anders. Ja, außer Atlas halt eben, ist geil. Außer halt eben, dass du nicht so die Tiere. Die Tiervielfalt und sowas hast, ne? Mit den Dinos und sowas hast du da nicht. Ja, aber Atlas ist zum Beispiel auch so was, könnte man auch mal zocken.
Ja, du, Ein das. Atlas ist ja im Prinzip von den Ark-Leuten halt, ne? Ja, aber es macht halt eben wenig Sinn, weil du kannst nur auf dem öffentlichen Server spielen und wirst quasi direkt wieder platt gemacht, ne? Also du kommst da gar nicht mehr ran, so gesehen, da irgendwas zu machen. Das ist halt eben wirklich das Blöde dann. Und dann macht es auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Genau. Einfach überhaupt keine Schiffe hier so wirklich. Gladiator, Carrack? Nö, Carrack wollte ich jetzt nicht. Ach komm, fliegen wir C8R. Auch mal wieder mal. So wie ich weiß. Eine riesen Metallbase gespawnt, ja super. Ja, das ist leider tatsächlich bei solchen Spielen dann immer was, was das Ganze auch wieder kaputt macht, ne? Deswegen hatte ich auch keine Lust mehr, ja. Kann ich verstehen. Zumachen. Einsteigen. Aber ich habe, glaube, den T-Rex alleine gekillt, Bogenpfeil nicht mehr. Na gut, wenn man da die Zeit für hat und Lust drauf hat, dann kann man das auch alles machen, ne? Schon auf hier. Oh, auf den Hangar. Apropos Film, sollte es nicht mal einen Monster Hunter geben? Oh, Monster Hunter? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen, Ellie. Gab's doch. Okay. Diese ganze Spiele verfilmen, weiß ich nicht, bin ich an sich sowieso nicht so der Fan von, sag ich mal, auf Dauer. Irgendwie einer macht's nach und alle machen es wieder nach, ne? Einer macht's vor und alle Einer machen macht's es nach. vor. Einer Kein macht's Problem, nach und alle machen's nach. Sehr gut. wir wussten ja, was du meinst. Sehr, sehr gut. So, also zu dir muss ich da hin, ja, nach Hörsten. Ja, genau. Dann fliegen wir einfach mal direkt auf Hörsten drauf. Mal gucken. Ups. Ja. Hä, aber ich muss mal sagen, von wegen, dass dieser Quantum, das Quantum hat so gesehen, diesmal tatsächlich mal mittig mit dem Fadenkreuz ist. Ist ja schon mal was. Ach, warte. Das habe ich sonst auch nicht, bisher noch nicht gehabt. Sachen gibt's. Ich hoffe, dass ja das CRG Monster Hunter Dinge so klaut. Für Alien 2 später. Schon mal Kid Alien tiefer Konzept gesehen. Okay. Das Film wäre echt was von geil. Ja, aber als was für eine Geschichte willst du da erzählen? Dafür ist C noch nicht weit genug, glaube ich.
Einer macht's nach und alle machen es vor. Genau so machen wir das, Ellie. Er kommt schon sehr nahe. 65 Millionen vor uns. 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Hm. Hast du auch keine Raumschiffe? Trick. Ach, hast du schon? Sammelst du schon? Ja. Ah ja. Sein im Termin, ne? Also. Entschuldigung. Ja, das kann natürlich sein. Also, wenn ich mir überlege, von wegen, was wir hier teilweise schon für eine Grafik haben, dann kann man das natürlich auch gut machen. Irgendwann kannst du dann solche Trailer tatsächlich basteln. Wenn ich dann an die NPCs in der Javelin denke, der ist schon filmreif. Ja. Ja gut, man könnte dann natürlich auch so die Geschichte von Squadron 42 könnte man verfilmen, ne? In Star Citizen. Oder halt eben von der MSR gab es ja damals den Trailer hier. Also diese Kurzgeschichte quasi über 3 oder 4 Folgen oder was war das? Mit der MSR von der Kopfgeldjägerin da. Es waren doch irgendwie 2, 3, 4 Folgen, irgendwie sowas, ne? Immer so ungefähr. Oder die Lore, das wäre natürlich richtig geil. Die Lore als Serie, das wäre natürlich richtig cool. Babylon 5 und so weiter, ja, richtig. Expanse-TV. Wollen wir abfeiern. Ja. Oh. Oh. Ja, das wäre natürlich richtig cool, sowas. Ja, das wäre ja mal mega. Die Lore als Spielfilm oder als Serie. Ja, als Serie. Ich mir überlege, außer Star Wars, Star Trek und sowas, ist sowieso nichts wirklich viel Berühmtes an sowas, ne? Außer halt eben jetzt so, klar, Babylon 5 und sowas dann noch und wie hieß das noch? Na? Da gab es auch noch eine Serie, wo die dann da auch immer mit ihrem komischen Raumschiff natürlich hier geflogen sind, also mit Alarmrotte 5 und sowas hier. Oder Alarmrotte Rot oder irgendwie so. Wie hieß denn das noch, Mensch? Ich will leider nicht sagen. Ah. Mega guter Stoff für eine Serie und Chris hat gute Verbindung in die Branche. Ja, stimmt wohl. Wow, 50% Quantum 3 verbraucht und er macht hier so einen Stress. Wer denn? Na, hier, die Pisces. Ah, oh, wie heißt denn das noch, Mensch? Jetzt komme ich nicht drauf. Weiß partout nicht, was du möchtest. Na, diese eine Serie. Auch über Dingens. Auch im Weltall hätte ich beinahe gesagt, hier. Raumschiff. Welche eine? Ja, eine Serie. Ja, aber welche? Ja, ach nö. Oh. Nee, nicht Lost in Space, eine alte Serie tatsächlich. Also gut, Lost in Space ist jetzt auch nicht so neu, aber da gab es dieses ganze Gedöns so noch gar nicht, wie man, also wie das jetzt in Star Citizen ist. Da haben sie ja noch die, ich bin heute echt fertig, ne? Was soll denn das jetzt? Raumschiff.
Oder hieß hier, wie fing das mit Raumschiff an? Alien Nation, oh, die Bugs von. Nee. Ach man. Raumpatrouille Orion, aber ist ja schon. Ist ja noch. Super Enterprise? Alt. Nee, Enterprise ist ja ganz alt. Stargate ist auch noch eine bekannte Serie, tatsächlich, stimmt. Nein, es ging ja, geht ja um die bekannten Serien, so, die man so kennt. Und da gab es noch eine andere. Mensch, ah, Mann. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich kann es nicht. Ich komme nicht. Ach, Grinieren. Mann, was soll denn das? Ist das nervig? Ich kann jetzt noch nicht mal mehr sagen, was da drin vorkommt, weil es mir gerade nicht einfällt, ne? Nee. Ich expand's. Ah, Mann, ey. Es ging quasi auch immer nur um zwei Personen dann immer. Um eine Frau und einen Mann. Und die sind dann ja auch aus dem Raumschiff rausgestartet und dann unterwegs gewesen. Auch eine Serie aus den 70er, 80er, 90er. Irgendwie sowas um den Dreh. Oh, ey. Da müssen wir hin. Space Rangers. Moin, moin. Nee, das war's auch nicht. Na. Ich muss mal eben gucken. Vielleicht komme ich da gleich drauf. Mann, wie heißt denn das? Nee. Diese Cowboys oder mit Flügeln? Nee, es ist echt Film. Echte Person. So. Oh, ist das nervig, wenn einem was auf der Zunge liegt und man absolut nicht drauf kommt. Battlestar Galactica. Oh Gott, nochmal, ey. Das hat aber jetzt lange gedauert. Die meine ich. So, jetzt bin ich auch erstmal wieder beruhigt. Ist auch so eine. Verzweifelt an sich dann, ne? Ja, das ist doch nervig, ist sowas. Ist. Die war nichts für mich, glaube ich. Nee, es ging ja auch nicht darum, ob die jetzt was für einen war oder sowas. Aber das sind ja so die Sachen, die auch eingängig sind, die man so immer mal wieder gehört hat und dann auch kennt, so gesehen, ne? Halt eben wie Star Wars und Firefly und hast nicht gesehen, so von wegen, ist so von wegen, hat man mal gehört, man hat es vielleicht nicht gesehen, aber man kennt es irgendwie trotzdem, ne? Zumindest kennt man dann den Namen und sowas. Und das meine ich. Oh mein Gott, ey, das war ja wieder... Schwierige Minuten. Ja, ganz schwierige Minuten. So. Ich würde mich auch darauf freuen, wenn noch mehr so aus alten Serien und sowas mit reinkommt, ne? Oder auch halt eben solche Sachen wie aus Star Wars und sowas, auch gerade bei den Schiffen und so, die man so kennt. Ne? Ja. Ich hätte zum Beispiel auch echt Bock auf diese, die Schiffe von der Star Wars Staffel hier, von Star Wars, die auf Hut, stationiert waren die Raumschiffe, wo hinten einer rückwärts drin sitzt quasi.
Nicht rückwärts, der direkt dahinter sitzt und sowas. Und dann da sein komisches Greifhaken-Ding abschießt, ne? Beste Serie ist eh Andor. Was ist diese Star Wars? Ups. War mal gut, dass ich nur so ein kleines Schiff hier genommen habe. Sonst wäre ich jetzt, glaube ich, explodiert. Helly meint's jetzt ironisch wahrscheinlich, ne? So wie ich dich kenne. Ach, guck mal, da rennt einer. Noch bei mir jetzt oder was? Ja, ich bin gerade auf Aberdeen gelandet. Bist du denn auf Aberdeen? Aberdeen? Nee, wie hieß das Aberdeen hier? Pass auch schon gar nicht mehr auf, was ich hier gerade mache, ne? Weiß nur, ich bin zu so einem Dropmarker geflogen. Achso, dann sehen wir uns ja gleich. Weil ich habe ja gerade eingeladen. Ne? Weil du hast ja jetzt gerade, du hast ja nicht die Pickup, sondern die Drops. Ach so, Ach Gott. Aber ist in Ordnung, ich komme jetzt dahin, also von daher. Oh Mann. Alles gut. Weißt du? Haben wir nur den einen zum Drop oder müssen wir dann mehrere? Drei Stück. Ah ja. Aber wir haben nur einen Anlaufpunkt. Weißt du? Mit drei Pickup und einen Drop, oder was meinst du? Genau. Ja, das meinte ich doch gerade eben. Hab ich doch gesagt, ja. Kai Pitan, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Wunderschön, Kapitan. Auch von mir. So. So einfach ist das hier nicht mit uns. Expanse, dann Andor und dann Gan. Lee. Ich war ernst gemeint. Andor selber habe ich mir noch nicht angeguckt, tatsächlich. Muss ich leider sagen. Andor ist geil. Okay, wird also Zeit, dass man sich das mal anguckt, ja? Naja, dann können wir hier mal ein bisschen looten. Bis du hier bist. Ja, mach das mal. Das macht Sinn. Vor dem Vibe. Ja, macht richtig Sinn. Hm. Schau es ja, dir guck an. Mal, dass du, guck mal, dass du das in ein Tractor-Beam findest. Brauchen wir für 318 oder was? Nein, aber es ja, macht ja Sinn, wenn wir jetzt irgendwas Delivery machen, dann ist das, ne? Ja, nicht so verkehrt. Ach, guck mal. Schon haben wir ein Tractor-Beam. So. Zack. Bin ich ja so drin, ich hoffe. Ja, müsste drin sein. Ja, wir sind mit dem Radl da. So, ist waffenfrei. Ach, wir haben doch mehrere Drop-Offs. Ja, ich hab's auch gerade gesehen, ja. Das wirkt ja erstmal gar nicht so. Hier sind ja Sachen vorhanden. Ne? Oh, guck mal. So sieht das schon besser aus. Mal dahin. Ariel. Das Schöne ist, dass du hier oben drauf ein Ding drauf, eine Kiste draufstellen sollst. Da steht aber hier so eine andere Kiste oben drauf. Also was so eine Spawn-Kiste. Loot-Kiste. Loot-Kiste. Ja, und? Und da oben drauf sollst du aber das andere Paket abstellen. Nein, jetzt sollst du da reinmachen. Ich weiß, Mann. Einmal mit Profis arbeiten hier. Hast du keine Ahnung, von was du redest oder was? Doch, doch, ich weiß schon, was ich rede. Ich hab das Gefühl, dass nicht. Ach, du kannst nur nicht mit mir reden. Ihr wisst, dass ich besser bin als
Dieser Andor. Space Deep Nummer 1. Wenn wir ein Schiff. Magda oder wo bist du? Weil ich habe nur zwei Drop-Off-Stellen. Wo bist du? Bist du in Bumsdings oder bist du in wo bist du? Bist du in Bumsdings oder Dingsbums? Ach, da bist du. In Ariel. Manometer. Nee, ich guck's mir mal an, Ellie, auf jeden Fall. Ja, guck mal, ein paar Rüstungsteile kann man hier looten, das ist ja schon. Halbe Miete hier. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch was. Und da ist ja meistens sowieso nichts drin hier. Ach, guck mal, eine grüne Jacke, das ist auch was Schönes. So, was haben wir hier noch? Da ist noch eine rote Kiste. Ja, jetzt haben wir auch noch Beine gefunden. Mann, wird ja immer besser hier. Ach, guck mal, hier sind auch noch zwei Geschenke drin. Ich wusste nicht, dass die auch in Lootkisten drin sein können. Ja, ja, doch. Können wir uns zumindest mal hier zu essen mitnehmen. So, haben wir hier noch was stehen? Da steht noch einer. Oh, stylisch. Aber da. Local. Na, guck mal, dazu haben wir doch auch die passenden Arme hier, oder nicht? Sind das nicht die Arme dazu? Raven, genau. Ja, nicht ganz, aber. Sind auch Inquisitor, das passt schon. Mach, rennen wir ein bisschen in Pink rum hier. Vielleicht finden wir noch die Beine und den Helm, das wäre natürlich noch ideal. So, was haben wir hier? Da haben wir andere Sachen. Ich kenne diesen Undersuit, kenne ich noch gar nicht. Force Flex Undersuit Blue Black an. Okay. So. Und hier sind wir durch. Weißt denn. Bist du ein Schiff bist gekommen? Was? Mit was für ein Schiff bist du? Mit einer Pisces, habe ich doch gesagt. Ach, da steht sie ja. Ah, und jetzt fliegt der 600i, gucke. Jetzt weiß er, was ihr Style hat hier. Ich weiß, denn war ein Grund, warum Elon Twitter gekauft hat. Er hat den Login-Typen von seinem Chat gesperrt. So, dann drop mal auf. Da soll ich hin und ich soll für Quindet Geschenk nehmen, okay. 600i mit falscher Farbe, entweder rot-schwarz oder gold-schwarz. Ja, das stimmt, sehe ich auch so. Rot-schwarz und gold-schwarz sehen beide sehr geil da drauf aus. Ich finde der graue, also dieser graue, den wir jetzt gekriegt haben, sieht auch noch einigermaßen aus. Aber boah, schnarch, wirklich, echt. Was? Foundation Skin ist der einzige, der da drauf wirklich gut aussieht. So. Den hat mittlerweile jeder. Vollkommen uninteressant. Aha. Wer sagt das? Hm? Wer sagt das? Ich sag das, mir ist das vollkommen uninteressant, den haben so viele Leute. Brauche ich nicht. Quinn. Ah, Quinn ist das normale. Okay. Was ist Quinn? Sie mich richtig, na, die Geschenke, die haben einen Namen. Ach so. Sowas wie für Quinn oder für Leslie oder für Garney.
Ah. Muss ihnen sagen, er soll SC kaufen und mir die Sachen übertragen, wenn ich Vorsicht. Jetzt schon wieder, was ist jetzt schon wieder schräg? Vorsicht, ihr werdet VIP. Ja, das würde ich doch behaupten, Termin, ja? Bin so gespannt auf den Rework, ne? Die Netten werden immer belohnt bei mir. Ach, Der das ist nett 600, von die, dir. meine Güte. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Richtig Bock drauf. Oh, ich kann hier reingucken. Ich jetzt hier eine rote Kiste übersehen? Nee, oder? Nee, da sind keine. So. Dann lassen wir mal das kleine Schiffchen hier stehen und dann steige ich mal bei dir mit ein. Nix gegen Origin. Nee, dagegen kannst du nichts sagen. Autsch. Dim, 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 dim. Irgendwie aus wie so ein Spielzeug, diese Türkis, oder? Ach, du hast auch so eine wilde Mischung. Ist drauf? Bodenarbeit, ja. Ah ja, die Nightfire-Arme, ne? Irgendwie hieß Nightfire? Hießen die Nightfire? Ich glaube, ne? Blau macht ihr eher zum Kompassbomber, haha. Ja. So kann man das natürlich auch sagen. Wobei die Farbkombination, so wie sie ist, könnte man auch für Rescue nehmen. Muss ja nicht immer rot sein. Oder? Stimmt. Oh, der Name. Wieso Glory of Peace? Gut. Magon, was denkst du schon wieder, hä? An zwei Stellen, ja. Oh, das ist dann näher dran. Okay, dann nehmen wir erstmal die hier. Und dann ballern wir zur anderen Seite noch. Gehst du schon mal runter ins Dingdeck? Ins Dingdeck? Naja, da wo auch der Hangar ist. Kann ich machen. Und da ist das Paket für. Kannst du ja sehen, ne? Was wir abgeben müssen, ne? Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, was wir abgeben müssen. Nee, damit fahre ich nicht. Das kenne ich schon. Garney oder irgendwie so Garney oder was weiß ich. Garney. Wie auch immer, was auch immer. Ja, Margo, ich freue mich auch riesig auf die Überarbeitung auf jeden Fall. So.
Komischer Name. Er will nur gelb. Hättest du nicht wenigstens grüne Geschenke sammeln können hier? Noch sind wir nicht da? Naja, alles gut. Sagst du Bescheid, wenn. Die Schenke sind golden. Doch, habe ich Bescheid gesagt. Wer hat ich habe nur nicht Bescheid gesagt. Er hat nicht Bescheid gesagt, ja. Kennen wir ja nicht anders, aber macht nichts. Wir kennen ihn ja. Den Lumpensammler. So. Machen wir auf hier die Hütte. Lace, bitteschön. YouTube? So. Die Kohle? Bitte? Gab's die Kohle? Nö, eins haben wir doch noch. Ach, ich dachte, man kriegt immer für... Für jedes schon mal, wisst ihr so? Nee, nur gesammelt. Gibt nur gesammeltes Geld. So, und jetzt müssen wir zu Leslie. Hoppala. Dann mache ich aber Schluss für heute. Ja, es ist ja bei mir nicht anders. Ich muss ja auch um 4.30 Uhr hoch. Hä? Unten an dem. Da sind so. An dem. Na, sag schon, an den Streben. Ja, gefunden. Jo. Ich halte mich am Boden fest. Er hat nicht Bescheid gesorgt. Bescheid. Ja. Hätte man ja oben in die Augenhänge reinmachen können, ne? Jetzt willst du mit der Peise noch drin landen können. Ja. Naja, mal gucken, was das so an Überarbeitung bringt nachher. Also die Bilder sahen ja schon richtig geil aus. Absolut. Da kann man ja nichts sagen. Gucken wir mal, dass wir zum Wochenende hin wirklich die, die 318 ins PDU bekommen, oder? Das wäre schön, ja. Das wäre echt geil. Da hätte ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen.
Weil man weiß schon gar nicht mehr so richtig, was man in der Version jetzt machen soll. Weil so ganz flüssig finde ich, oder so ganz doll läuft die auch nicht, finde ich. Läuft nicht momentan so richtig geil, ne, das stimmt. Ja, generell einfach. Ich Ja. finde, dass der 3.17er Patch bis auf den zweiten, glaube ich, also die 3.17.1, die lief ja noch ganz gut, glaube ich. Aber alles andere war irgendwie Katastrophe. Ja, das stimmt wohl irgendwie. Ja, hast du recht. Fahr mal das Fahrwerk Bleibt. ein. Nee, nee, Doch. brauche ich nicht. Nein, warum? Mach doch Ach einfach so. mal bitte. Da sind drei Patches nicht gekommen. Das merkt man auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Dankeschön. Ja, man merkt, dass einfach was fehlt, ne? Klar, es kamen immer so Kleinigkeiten mit rein, die auch ganz schön und toll waren für die kurze Zeit, aber irgendwie es fehlt einfach auch Content, muss man einfach sagen. Du das wieder raus? Schmeißt du das wieder Ja, raus? mache ich. Irgendwie sehen hier die Steine auch ein bisschen komisch aus gerade. Naja. Ja, gut, Termin mal schauen, ne? Aber ich finde es halt eben. Ich finde es auch irgendwie. Also, das finde ich derzeit tatsächlich nicht so wichtig. Da finde ich andere Sachen aktuell wichtiger, die sie reinbringen sollten. Ja, also, da sind sie ja jetzt gerade bei beim Salvaging, von wegen, ne? Das vernünftig auszubauen. Das ist so eine Sache. Und halt eben auch. Berufsmechaniken, bin ich der Meinung, ne? Dass da mal mehr reinkommen muss. Aber dafür muss halt eben auch erstmal die Grundbasis stehen. Da gebe ich dir recht, dafür wäre das auf jeden Fall wichtig. Ne? Also fürs Bounty Hunting ist das auf jeden Fall wichtig nachher. Sollen wir hier noch eine Kiste? Nee. Oh, schön. Viertausendzweihundertfünfzig Alpha UC. Ja, 8.500, das hat er nicht gewesen. So. Drin? Warte, jetzt. Düsen-Adlershaber. Flugun, ja, doch. Ich muss ja morgen auch um 4:30 Uhr aufstehen. So langsam wird es Zeit fürs Bettchen dann. Muss ich echt sagen. Letztens sind wir mit der vollbesetzten Carrick jemanden hinterher. Er hat sich dann die Ballista gespawnt. Geil. Ja, gut, ne? Ist dann irgendwann ist es halt so. In 13 werde ich, glaube ich, mehr Bounty Jäger. Ja. Oh, ein Pirat mit Fracht. Yay! Macht's wie ich, geht erst am 16.01.23 wieder arbeiten. Ja, das würde ich tatsächlich gerne machen, aber so viele Urlaubstage habe ich nicht.
So, dann gucken wir doch mal, wer heute noch so streamt. Zack. Wen haben wir denn heute? Ab 132 Überstunden dieses Jahr, ja, herzlichen Glückwunsch. So, ich würde sagen, ich schicke euch mal zu Chaos Gabriel. Da habe ich auch schon lange nicht mehr hingeradet. Ja. Ist auch ein kleiner Streamer. Also, ich selber persönlich kenne, also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe ihn nur mal zwischendurch reingeguckt gehabt, von wegen, und habe ihn einmal geratet oder sowas. Und da fand ich ihn eigentlich sehr sympathisch. An den Lord? Welchen Lord? Dem läuft nur sein Video-Gedöns. Achso, okay. Ach, Lord Pantera. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, dann schicke ich euch da, wenn euch das lieber ist. Das können wir natürlich machen. Mal, der scheint auch in-game zu sein. Gerade am Minern, so wie es aussieht. Dann schicke ich euch dahin. Dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne Nacht. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder um 20 Uhr natürlich. Ja, auch von mir. Schön, dass ihr da wart. Habt noch eine schöne Restwoche. Lasst euch nicht ärgern und bis Samstag. Tschüss. Musste bayerisches Bier saufen, um den zu verstehen. So, gute Nacht zusammen. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr da wart.